Ja. So, hallo. Wir sind jetzt quasi schon live. Das heißt, ich muss das Ganze nur ganz kurz testen, ob da der Link raus entsprechend funktioniert. Aber ansonsten kann einmal kurz der Philipp was zu sich sagen und dann auch natürlich der Pascal. Also wie gesagt, ich check das Ganze nur und dann kann es halt direkt losgehen. Ja, hallo, grüß euch. Philipp Platzer, mein Name, das wissen vielleicht jetzt eh schon ein paar. Sport- und Actionfotograf aus Graz, Österreich. Und ja, leidenschaftlich seit über 10 Jahren bei der Sache nach wie vor. Es liegt auch daran, dass ich natürlich selber recht aktiver Sportler bin, gern Radl fahre, surfen gehe, klettern gehe. Und so hat sich dann ein bisschen auch die Leidenschaft mit der Sportfotografie entwickelt. Und dadurch bin ich dort, wo ich heute bin, nach wie vor am Drücker, wenn man so sagen kann. Und genieße jeden Tag, jede Sekunde, muss man fast sagen. Weil es ist ein unglaublich schöner Job, man kommt raus, man hat Tapetenwechsel jeden Tag, man sitzt nicht nur vom Computer, teilweise schon, aber ja, große Leidenschaft. Sehr cool. Ganz kurz zu dir, Pascal, wie bist du jetzt in dem ganzen Team drinnen? Also ich möchte im Namen der Firma Sony alle herzlich willkommen heißen für diesen spannenden Abend mit Martin Dörsch und mit Philipp Platzer. Ich möchte mich in erster Linie mal bei der Firma Kücher bedanken, die uns heute Abend ihren Kanal zur Verfügung steht, damit wir diesen Anlass durchführen können. Und ja, ich freue mich auch, dass wir dieses Ambassador Talk, das wir angefangen hatten, eigentlich jetzt weiterführen können, heute mit Philipp Platzer. Ich hatte das Vergnügen, Philipp beim Red Bull Illum Contest kennenzulernen, wo er, by the way, 2 Preise abgeholt hat. Also auch hier nochmal herzliche Gratulation. Und danke. Ich habe sofort gemerkt, dass der Philipp nicht einfach ein Fotograf ist, sondern er ist ein sensationeller, spannender Fotograf, der sehr viel zu erzählen hat und der sich auch keine Mühe scheut. Und darum habe ich auch gefunden, lasst uns doch den Philipp vor die Kamera holen, dass er euch ganz viele spannende Sachen heute Abend erzählen kann. Ich werde ein bisschen später nochmal hinzukommen und da werden wir nochmal über ein bisschen Kamera und auch ein paar Aktivitäten und Promotionen reden dürfen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt. Ich sehe gerade, dass wir nur quasi auf Facebook scheinbar nur nicht am Livestream sind. Sprecht ihr zwei vielleicht noch ganz kurz und ich check das nochmal im Hintergrund nach, was da ist und dann bin ich gleich wieder bei euch. Ja, sehr gerne. Ja, wie gesagt, hi Philipp, alles gut bei dir? Alles gut, danke. Danke für die Blumen. Ja, das sind keine Blumen. Das freut mich natürlich. Hast du dir verdient, würde ich sagen. Also, wie gesagt, also man muss da immer einfach auf am Boden bleiben, glaube ich auch. Und Fotografie ist so ein breites Feld, so viele Möglichkeiten. Oder es gibt so viele unglaublich gute Fotografen. Ich bestreite es eigentlich auch mit einer guten Portion Demut und versuche da eher wirklich geerdet an die Sache ranzugehen, weil da überrasche ich mich lieber gern selbst, als dass ich jedes Mal glaube, ich kann Bäume ausreißen. Und ja, es ehrt mich natürlich, wenn du so von mir sprichst. Und auch speziell das Thema Illume war natürlich dementsprechend schon für mich selbst auch sehr, sehr aufregend.
Naja, ich denke, wir werden den Zuschauern die Möglichkeit geben, selbst zu urteilen, wie gut du das oder. In Englisch sagt man ja, I'm humble or you're humble. Ich glaube, da darfst du schon noch ein bisschen mehr ja, Eigenstolz zeigen. Und die ganzen Bilder, die ich jetzt gesehen habe, den durfte auch zum Teil jetzt noch vor dem Livestream, haben natürlich schon sehr viel auch Hintergrundgeschichten, sehr viele Sachen, die du im Vorfeld eigentlich machen musstest. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, wie du das eine oder andere Bild hingekriegt hast. Ja, also das ist auch meiner Meinung nach immer das Spannendste, speziell im Gespräch auch mit anderen Fotografen, weil es ist natürlich immer recht leicht, dann anhand eines fertigen Bildes Technisches zu hinterfragen oder auch zu kritisieren, was ja auch okay ist. Aber wenn man dann erfährt, wie gewisse Bilder entstanden sind unter was für Bedingungen oder Widrigkeiten oft, das macht es dann halt speziell nochmal, wie gesagt, was es überhaupt braucht, um zu gewissen Dingen zu kommen. Und das ist halt, wie ein Künstler hat eine weiße Leinwand und muss dann auch einmal anfangen, diese zu füllen. Ne? Und speziell im Outdoor-Bereich wird halt schon relativ viel vorgegeben und du musst halt dann schon klären und musst das Beste aus der Sache rausholen. Du musst oft einmal unter schlechteren Arbeiten oder oft einmal unter Zeitdruck. Das ist die Herausforderung des Ganzen, sage ich mal. Und dann trotzdem am Ende des Tages noch das nennende Bild, ja. Eben eine von den Herausforderungen ist ja, dass du in einer Umgebung arbeitest, die du ja nicht hängig. Also Moment mal kurz schauen. Ja, jetzt bist du wieder da. Hört man mich oder ist es schwierig? Okay. Es ist ein bisschen abgehakt dazwischen, aber es ist. Ja, Martin. Genau, also ich bin prinzipiell wieder da. Es gibt quasi leichte Stream-Probleme, aber wir verlinken, also linken da gerade rüber, also kein Problem auf einen anderen Stream. Prinzipiell hat man die ganz gut gehört, also alles quasi vom Grundprinzip fast in Ordnung, aber wie gesagt, es gibt ja dann eher die Aufzeichnung von dem Ganzen, also alles kein Problem. Jetzt haben wir da Backups genauso unterwegs. Okay, also. Sind wir jetzt auf Facebook unterwegs? Jetzt sind wir aktuell quasi, weil es kleine technische Probleme seitens der Küche-Facebook-Seite gegeben hat, sind wir jetzt quasi auf YouTube unterwegs. Und ich haue euch da nochmal unten einen Link rein. Das heißt, ihr habt da nur eine kleine Backup-Variante gehabt, falls ihr da mitlesen wollt. Und wir ziehen jetzt die Leute quasi da rüber. Vom Grundprinzip für alle, die jetzt quasi schon langsam reinkommen. Wie gesagt, wir haben leichte technische Probleme gehabt seitens dem Server, nennen wir es einfach mal so. Und jetzt kann es quasi entsprechend weitergehen. Also, für die jetzt eben reinkommen, jetzt geht es quasi los. Wir reden jetzt mit Philipp und mit Pascal gemeinsam über sein Leben und schauen uns das Ganze dann einfach einmal an, wie das Ganze ja bei dir quasi losgegangen ist. Und der Pascal hat ja schon gesagt, er bedankt sich ganz herzlich bei Kücher. Das nehme ich jetzt auch nochmal rein. Und jetzt können wir sozusagen auch über die Daten drüber schauen. Wir haben auch den Chat im Auge, das heißt, falls irgendwelche Fragen sind, falls irgendwer was entsprechend reingeben will, an uns Fragen reinschicken will, dann einfach quasi das reingeben. Okay, dann würde ich in dem Fall sagen, wir schauen uns einfach mal an, Philipp, wie du Richtung Fotografie reingekommen bist und wo bei dir eigentlich das Ganze entsprechend angefangen hat. Gerne, ja. So, da. Ja, wie gesagt, zwar, macht das Ganze dann einfach mal groß und in dem Fall sieht man jetzt im oberen Bereich, dass wir da jetzt mit Motorsport losgelegt haben. Sag einmal da ein paar Sachen dazu. Ja. Das Interesse an der Fotografie, speziell an der Sportfotografie, das war eigentlich seit jeher schon gegeben oder sehr lange. Ja, das hat mich immer schon begleitet und weil ich selber sehr aktiv bin, viel klettern war, mittlerweile stehe ich mehr am Ski, im Sommer bin ich viel am Rad unterwegs. Und da bietet es sich natürlich an, dass du solche Momente einfangen willst. Ja. Und das hat mich eigentlich wirklich schon sehr lang begleitet. Und was wir da jetzt halt sehen, das ist das Herz bei Corteo. Das wird vielen im deutschsprachigen Raum ein Begriff sein, speziell den Österreichern. Eins der krassesten Motorsportereignisse bei uns, speziell im Enduro-Bereich. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg in die Fotografie im Eventbereich und speziell, wenn du das kommerziell betreibst. Ja. Und habe nach wie vor extrem gute Verbindungen auch zu den Organisatoren vom Rennen. Ich mache das jetzt seit mittlerweile über 10 Jahren,
wirklich jedes Jahr, leider dieses Jahr nicht aus gegebenem Anlass. Oh ja. Das war das erste Jahr, wo das nicht zustande gekommen ist. Und der Herzberg hat das schon, muss ich sagen, an ganz einen eigenen Platz bei mir im Herzen, weil das sind einfach viele Erinnerungen und jedes Jahr kommen neue Erinnerungen dazu. Es ist eine ganz spezielle Herausforderung, dort zu fotografieren, weil natürlich das nicht nur für die Fahrer körperlich anspruchsvoll ist, sondern auch für dich als Fotografen. Ja, du musst dich da im widrigen Gelände, im steilen Gelände bewegen. Es ist nicht ganz ungefährlich. Du hast halt natürlich dort Motorsportler, die voll mit Adrenalin sind, die dort einfach nur den Berg rauf wollen und die Rennen fahren wollen. Und du kommst, und das ist ja das Positive, sehr nah ran. Also du bist da wirklich, das ist Motorsport zum Anfassen. Also da hast du, geh mal zurück, ich glaube, da ist ein Bild, wo der Manu Lettenbicher vor mir liegt, genau das. Und wenn solche Momente, gell, das kriegst du auf der Rennstrecke nicht zusammen. Und da, also da bist du quasi wirklich mit Weitwinkel auf, ja, wenige 16 Millimeter. Ja, genau. Also er passt wirklich in die Kamera und du hast dann die Möglichkeit, das war tatsächlich ein bisschen der Secret Spot, das ist gar kein offizieller Checkpoint gewesen. Mhm. Und ich kenne den Berg mittlerweile sehr gut und mache mir dann auch immer meine Gedanken, weil natürlich nach 10 Jahren kannst du nicht das Rennen jedes Mal neu erfinden, auch von den Bildern her. Mhm. Und schau dann natürlich, ob ich irgendein Eckerl finde, das man so noch nicht gehabt hat, speziell, dass man den Herzberg als solchen erkennt und da sieht man hinten schön diese Trassen. Total. Und da hast du dann so Momente, wo der Fahrer vor dir einfach nicht mehr weiterkommt, ja, und wirklich kämpfen muss. Und du schaust halt dann, er ist quasi fast am Heulen, jetzt überspitzt formuliert. Ja. Und du machst halt deine Bilder und greifst dann, wenn es erlaubt ist, es gibt dann so No-Help-Zones, aber in dem Fall war es tatsächlich sogar erlaubt, noch einmal zum Bike hin und hilfst dem Mann noch diesen Meter da, oder diese 2 Meter das Bike rauf zu hieven. Ja, also diese Verbindung und diese Nähe zum Athleten, das hast du bei ganz wenig Sportarten und das macht es eigentlich extrem, ja, extrem spannend und speziell als Fotograf. Total. Jetzt also ganz kurz, ich blende einmal das kurz einmal wieder raus, die Frage oder die Antwort oder in Richtung Publikum. Das Ganze ist ja eine live interaktive Geschichte. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen an Hunz habt, schreibt es einfach in den Chat rein. Ich kann ihn dann auch dort direkt reinholen und ihr könnt es dann in Philipp natürlich auch fragen, wie jetzt, welches Foto, warum, wo ist an welcher Stelle gestanden, warum ist einfach das Bild da entsprechend so entstanden. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal weiter. Schwarz-Weiß-Aufnahmen, wo man einfach wirklich sieht, da sind Gefühle, da ist Emotion, da geht es wirklich ans Eingemachte. Genau, wie du sagst, das ist also auch speziell in der Sportfotografie, viele verbinden natürlich Action in erster Linie damit, aber am Ende des Tages, was extrem wichtig ist, heißt, ist die Emotion, gell? Und eben beim Herzberg hast du da alles. Also du kommst dran, du hast Fahrer, die den Tränen nahe sind, die nicht mehr wissen, wie es weiter tun sollen. Da geht es halt absolut zur Sache. Und das ist, sage ich jetzt einmal, da komme ich nachher noch zum Reden, wann es leicht, wann es schwierig ist zum Fotografieren. Aber der Herzberg macht es ja dann oft diesbezüglich, was die Motive betrifft, natürlich sehr leicht. Ja? Du hast da extreme Action, du hast wahnsinnige Emotionen und ja, also dementsprechend entstehen halt so solche Bilder oder wie dieses Jahr, das ist natürlich auch recht spannend, das hat mit Motorsport eigentlich nichts mehr zu tun, die Menschenkette, das war glaube ich 2016. Genau, in der grünen Hölle, glaube ich, oder? Grüne Hölle, genau, wo No-Help-Zone, also da dürfen sich die Fahrer auch nur selber helfen, ja, und ich habe da einen Checkpoint später gewartet, ja, keiner hat damit gerechnet, das war ein neuer Checkpoint, dass das so schwer sein wird und ich warte schon über eine Stunde, dass die Fahrer herkommen und bin natürlich dann auch mit den Verantwortlichen in Kontakt und kriege halt die Info, dass die dort alle drin hängen. Ne? Und dann sage ich, hey, Moment, wenn der jetzt hinswitch als Fotograf, wenn ich Pech habe und die sind durch, dann versammeln sie beim nächsten Checkpoint. Ja? Und dann habe ich gar keine Bilder. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich dann wirklich dort in der grünen Hölle noch immer eine Stunde zum Fotografieren gehabt habe, weil die einfach nicht weitergekommen sind. Wow. Und da ist zum Beispiel dieses Bild entstanden, ja, wo die da wirklich diese Menschenkette bringen, zu 4 zu 5 und dann einzeln einfach die Motorräder raufhiefen. Und wie gesagt, mit Motorsport hat das eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, aber umso interessant eigentlich zum Fotografieren und ja. Sehr cool. Es ist ein Wahnsinn, ja. Ja, was mich da immer interessiert, wie ist man da selbst unterwegs? Hat man da irgendwie, keine Ahnung, den Rucksack und geht auf den Berg oder springst du selbst aufs Motorrad und wie ist die Herangehensweise? Das ist eine gute Frage. Da muss ich sagen, da habe ich das Privileg, also ich fotografiere für den Veranstalter, in dem Fall für Red Bull und habe da einen Guide. Also das Problem ist auch, ich kenne ihn wirklich sehr gut mittlerweile, den Herzberg, aber das ist halt der Steinbruch. Mit Trassen, ja, und die schauen alle gleich aus.
Das verändert sich aber auch jedes Jahr. Das heißt, gewisse Wege bleiben gleich, aber ob du da jetzt eine Trasse höher oder tiefer bist, das kannst du dann oft gar nicht mehr sagen. Und da haben wir, gibt da eine Handvoll Fotografen, da haben wir eigene Guides, die fahren dann mit uns mit so einem Offroad-Buggy und der führt uns dann von A nach B. Da machen wir uns halt vorher an Schlachtplan, da stellen wir uns, wir sind dann natürlich an mehrere Fotografen und schauen, dass wir, das ist viel Teamwork, wir schauen, dass wir uns das ganze Event covern, dass wir die wichtigsten Fahrer abdecken, dass wir die in Führung liegenden erwischen, dass man natürlich den Start erwischt, den Zieleinlauf etc., auch ein bisschen das, was danach passiert mit den ganzen Amateuren, die das Bild des Erzbergs als solches prägen und ist definitiv Teamwork, aber wie gesagt, also du bewegst dich tatsächlich dann mit möglichst leichtem Equipment, teilweise sogar wirklich nur mit zwei Bodies und zwei Optiken, Rucksack lässt dann sogar unten im Office mit einem Buggy. Es gibt dann auch Fotografen, die fahren selber mit Motorrad, aber, also ich kann Motorrad fahren, ich habe sogar mal Enduro gehabt, aber das möchte ich mir dann am Renntag nicht an, dann bist du dann doch fokussiert und es ist dann gar nicht so ungefährlich. Ja, denke mal. Sehr cool. Wie gesagt, nur mal so der Aufruf, falls wer Fragen hat, stellt die Fragen rein. Ich habe die da am Auge, wie man so schön sagt, dann einfach, wie gesagt, entsprechend rein. Ah, genau, das ist vielleicht ganz cool. Ich hole ihm die Frage rein und zwar der Harald schreibt, seid ihr da klassisch über Handy connected oder wie macht ihr euch das aus in der Fotografie oder in der Fotografengruppe? Also wie ist da jetzt die, gibt es überhaupt eine Interaktion zwischen den Leuten oder ist so, dass man, also zwischen den Fotografen oder ist jeder so sein eigener Herr, wenn man so will? Na, wie gesagt, es ist Teamwork. Also da geht es auch gar nicht. Es ist natürlich immer schwierig. Es möchte halt natürlich jeder das beste Bild machen und an der besten Position stehen. Und wir versuchen es dann auch immer. Wir sind dann, also jetzt speziell, wenn man als Kunde Red Bull hernimmt, wir sind dann zu dritt, zu viert unterwegs und versuchen es dann wirklich, uns auszureden, wer hat wo eine Idee, wer möchte was covern. Und ich bin das seit über 10 Jahren oben, ich bin dann auch recht schmerzbefreit und nimm noch das, was noch überbleibt, weil du kannst eigentlich überall gute Bilder machen. Aber wir sind tatsächlich ja klassisch über Handy connected, aber das meiste wird tatsächlich vorab in einem Briefing besprochen, dass du da wirklich sagst, okay, wo steht wer, wer covert was, wer fokussiert auf was und dann im Nachhinein vielleicht, dass du wirklich, wenn sich spontan, so wie da in dem Fall von der grünen Hölle was ändert, dass man dann kurzfristig umdisponiert und sagt, okay, wo bist du, kommst du dort noch hin, geht sich das aus oder sonst macht der das, aber ja, tatsächlich über Handy. Es gibt dann teilweise auch bei anderen Events so klassische WhatsApp-Gruppen, ja, wo man mal reinhaut, du, keine Ahnung, Niki Lauda steht jetzt dort, wir brauchen ein Büdel. Ja, sehr fein. Okay, Erzberg, dann darf ich mal sagen, wir schauen so ein bisschen weiter. Also aktuell sind wir so noch in dem Motorsport-Team, wenn man so will. Und wir springen da jetzt quasi einmal weiter. Was hat es da mit dem so auf sich? Ja, Motorsport ist, wie gesagt, tatsächlich ein sehr, sehr großer Bereich bei mir. Also ist eigentlich fast mein tägliches Brot. Ich mache auch viel MotoGP und eben die ganze Fotografie in Spielberg. Am Red Bull Ring. Und ja, das war eigentlich, das Bild habe ich ausgewählt, gar nicht so, weil es jetzt so über drüber speziell ist, aber auf das Thema kommen wir dann nochmal zweites Mal zum Sprechen. Mir hat es einfach so fasziniert, es war Film auch dabei und es ist eigentlich nur darum gegangen, diesen Mitsubishi zu fotografieren. Ja, das ist als neues Offroad-Fahrzeug gekommen, haben ein paar Imagebilder gebraucht, auch um das Fahrerlebnis als solches, den kann man buchen am Ring, zu bewerben. Und du hast als Fotograf eigentlich oft das Thema, dass du mit, wie zum Pascal eingangs gesagt habe, mit schwierigen Bedingungen umgehen musst. Also keine Ahnung, das Licht ist suboptimal, ja, oder du hast halt wenig Zeit. Also da gibt es ja Hürden noch und nöcher, das wissen ja alle. Aber das sind halt so Momente, so wie da spezielles Bild davor zeigt, halt der Nebel zieht rein, ja, das war alles so nicht geplant und das macht es halt dann leichter. Das ist, ich nenne es das Glück des Fotografen, wenn es einmal wirklich passt, was tatsächlich selten so ist, aber in dem Fall perfekt, ja, es war leicht feucht, du hast eben auch, wie bei dem Bild am Reifen zieht, überall den Gatsch, ja, du hast ein schönes Offroad-Erlebnis und das kannst du nicht bestellen, ja, also du kannst natürlich ein bisschen damit mitspielen und sagen, okay, wenn man das im November macht und man geht dann da früh raus und es ist feucht, dann könnte der Nebel sein, aber prinzipiell bist du ein Passagier und das muss sich ergeben und da sagst du dann Danke, da sagst du, haben wir alles richtig gemacht, wenn es so gekommen ist. Aber da haben wir, glaube ich, dann noch eine bessere Geschichte. Genau. Also von wegen Danke und so, ich glaube, das ist dann ungefähr der Traum. Also das erzähle ich, glaube ich, zweimal im Jahr die Geschichte. Das ist traumhaft, das ist eben auch für den Red Bull Ring. Man kennt es an der Stadt Ziel und am Voestalpine Ring. Mittlerweile ist es der Red Bull Ring. Mhm. Wing.
das Gebäude im Hintergrund. Und es war eigentlich recht unspektakulär. Es ist jetzt auf das Bild nicht der Über-Drüber-Action-Shot, aber es war mit dem Zoom an Biathleten ein Covershoot mehr oder weniger als Ankündigung für ein Biathlon-Event. Und ich habe ein Briefing bekommen vom Grafiker am Ring, ein sehr guter Grafiker, der hat mir das in Photoshop zusammenbastelt, wie das Bild ausschauen soll. Tatsächlich hat es genau, also ich habe es leider nicht mehr, aber es hat genau so wie das Bild ausgeschaut, ja, mit Schnee. Und das war, glaube ich, ja, letztes Jahr im November herum. Und ich so, hey, cool, aber wir haben keinen Schnee. Und dann haben sie gesagt, nein, ist kein Thema, wir fotografieren es einfach auf der Stadt Ziel, ja. Deshalb machen wir es auch in der Nacht, dass das ein bisschen kaschiert wird, und den Schnee machen wir dann in der Post-Production im Photoshop. Oh, yeah. Ja, okay, kein Problem, ich leuchte es aus, das machen wir schon. Und ich fahre dann halt, also wie gesagt, es war das letzte Gespräch am Vortag, und am nächsten Tag, wir haben dann geplant, eben zur Dämmerung hin zu fotografieren, also keine Ahnung, wo wir uns getroffen haben, um eine Fähre herum, und ich fahre halt drauf durch einen kleinen Tunnel aus Graz, und auf einmal flankert es her und es ist Schneefall. Ja. Sie haben es dann natürlich schon ein bisschen angeteasert und gesagt, hey, es schneit tatsächlich, vielleicht haben wir Glück. Und das hat es tatsächlich in diesen, keine Ahnung, 3 Stunden am Nachmittag, bis wir heute dann fotografiert haben, diese 10 Zentimeter Schnee hingehauen. Ja. Ich meine, das ist, so viel Glück kannst du eigentlich gar nicht haben. Und wir haben dann tatsächlich ja sogar nur mit leichtem Schneefall, wie man sieht, ein wunderschönes atmosphärisches Bild machen können, wie es das eigentlich fast nicht mehr photoshoppen kannst. Und da sagst du halt auch als Fotograf danke, aber wie gesagt, once in a lifetime wahrscheinlich. Also das sind die Dinge, die passieren eigentlich seltenst. Meistens ist es mit ein bisschen mehr Tricks und Aufwand verbunden, ja. Genau, da ist jetzt auch gerade die Frage vom Georg. Könnt ihr vielleicht die Metadaten zu den Fotos einblenden? Ja, da im oberen Bereich sieht man ein 50stel, 5,6 und ISO 400. Das heißt, damit sieht man nämlich auch ganz gut, mit was das fotografiert worden ist. Okay. Dazu vielleicht kurz, das ist nämlich auch was ich kann mich erinnern, lange gern geschaut habe, die Metadaten von den Bildern, aber es ist halt nur bedingt hilfreich, weil es ändert sich ja immer. Ja. Es kommt auch immer darauf an, was du erreichen willst. Du kannst natürlich jetzt da bei Tageslicht oder ich sage jetzt am Nachmittag, wenn es eigentlich noch hell ist, mit einem 250stel und dementsprechend starken Blitz das so ausschauen lassen. Ja. Oder du hast die gleiche Situation ein bisschen später, willst das aber ein bisschen heller haben, belichtest länger und blitzt auch noch rein. Ja. Da war es ein bisschen zum Balancieren, weil das Gebäude im Hintergrund sieht man, ist eine Beleuchtung, dass das ausbalanciert war, haben wir einen gewissen Zeitpunkt zur blauen Stunde abpassen müssen. Aber ansonsten, also die Erfahrung habe ich speziell persönlich gemacht, Metadaten, das kann man nicht eins zu eins umsetzen. Anders wird anders überlegen, definitiv. Profitiert eigentlich nur bedingt davon. Okay, dann, jetzt haben wir schon so ein bisschen Schnee und jetzt wird es dann nur mehr Schnee, wobei der Schnee ist auf einmal nicht mehr weiß, sondern bunt. Noch mehr Schnee, ja. Was war toll? Ja, das war fast ein Selbstläufer, ja. Das war mit Marcel Hirscher, da hat er seinen vierten Gesamtweltcup in Folge gewonnen. Das war auch für Red Bull ein Shooting, um das zu feiern. Es war tatsächlich eine Bewegtbildproduktion, also da ist gefilmt worden. Da kommt es dann, glaube ich, irgendwann einmal ein Making-of-Bild. Genau, und es ist was mich auch sehr stark begleitet. Du hast halt oft parallel zum Arbeiten, ja, oder du arbeitest mit einer Videoproduktion mit und bist dann natürlich auch limitiert, was deine Positionen betrifft. Ja. Also du musst dann natürlich schauen, dass du denen nicht im Bild stehst. Ja. Speziell bei der Produktion kann sich jeder denken, das passiert nur einmal. Ja. Also wenn der den Slalomhang, das war damals auf der Reiteralm, runterfährt, ist das bunt. Ja. Also dann machst du es nicht nur einmal. Und wir haben tatsächlich beim Dreh, beziehungsweise beim Fotografieren, da ist der Marcel so 5 bis 6 Tore gefahren, hat dann abgeschwungen, dann haben wir die Positionen geswitcht, sind beide runter und dann ist er wieder, also ein bisschen zurück aufgestaffelt, dass er einen Anschluss hat. Ist wieder 5, 6 Tore gefahren, wieder abgeschwungen. Und so haben wir 5, 6 verschiedene Positionen gehabt. Aber wie gesagt, als Fotograf ist da eher die Challenge, weil du bist dann halt unter Anführungszeichen der Unwichtigste. Ja, geldintensiv ist die Bewegtbildproduktion, ja, da ist mehr Manpower und du musst dich immer ein bisschen nach denen richten, ja, und musst halt schauen, okay, wo stehe ich nicht im Weg. Da arrangiert man sich aber so ganz gut. Und speziell bei dem Shooting war ich am Anfang kurz ein bisschen verunsichert, weil dieses, wenn was spritzt oder in dem Fall der Staub, ja, das Holy Powder, das da in den Slalomstangen war, das schaut natürlich im Bewegtbild gut aus. Aber wie wirkt das in einem Bild, in einem Frame, ja? Weil das perfekte Slalombild, sagt man immer, ist eigentlich genau in dem Moment, wo er mit dem Arm die Slalomstange duschiert und wegdrückt, ja. Danach, davor ist es uninteressant, ja. Aber
danach hast du am meisten Pulver. Ja? Genau, also tatsächlich bist du dann an, genau, da gehst du an Kompromiss sein und bist eigentlich, wenn du jetzt da das ganz genau nimmst, skifahrerisch nicht mehr am optimalen Frame, aber musst halt fürs Pulver den einen oder anderen, sage ich jetzt einmal, vertrösten, was das perfekte Skibild betrifft. Aber voll. Ich glaube, es sind trotzdem ganz ansprechende Bilder geworden. Ja. Genau, du hast ja auch sieht, angesprochen, so ein bisschen das Thema, wie es eben fahren wegen quasi Videoproduktion und Fotografie ist. Und da ist ja natürlich auch ganz ein entscheidender Punkt, wenn man jetzt fotografiert. Genau, man sieht auch, das ist ganz lustig, die Anzüge, die wir da anhaben. Ja. Also das ist die Phantom, das ist die Slow-Motion-Kamera gewesen und wir haben halt alle diese weißen Anzüge angehabt. Wir sind uns vorgekommen wie beim James Bond-Dreh, damit man natürlich, wenn man doch irgendwo auftaucht, im Bild nicht so gut zu sehen ist. Sehr cool. Okay, dann Schnee, jetzt quasi Schnee und Motorsport. Ja. Was gibt es da dazu zu sagen? Das war ja was Großes, oder? Es wird immer spannender. Ja, das ist auch schon ein bisschen her, das war in Kitzbühel. Das war der Showrun mit Max Verstappen am Hahnenkamm. Und tatsächlich auch eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, wie oft wir der Formel 1-Auto irgendwo am Berg gefahren haben. Und war auch anders geplant. Es war als Shooting geplant mit einem Tag, Dreh, fertig. Und dann haben wir alles, also auch wieder eben mit Bewegtbild dabei. Geworden sind es dann aber 3-4 Tage, weil natürlich das Wetter einen Strich durch die Rechnung gespielt hat. Es hat dann so viel geschneit. Und man sagt, okay, ist ja gut, weil dann habt ihr einen Schnee. Aber tatsächlich braucht das Auto natürlich, es war ursprünglich geplant mit Spikes, braucht das Auto eine kompakte Oberfläche, dass es fahren kann, also es Traktion hat. Und das hat nicht funktioniert. Und dann hat die Firma Pewak da auf sehr spontan Schneeketten geliefert und so haben wir dann diesen Schuh dann noch über die Bühne gebracht, aber ja, also fotografisch fast der Selbstläufer, ja, also es ist, du hast hier einen wilden Kaiser im Hintergrund, der Formel 1 hat, du was bist mehr, im Endeffekt, wenn's richtig abdrückst, hast du viel richtig gemacht, aber vielleicht genau das ist ein Thema auch, also hier, ich kenne tatsächlich, das ist auch ein bisschen eine Background-Story. Ich bin vorab, der Punkt ist tatsächlich, dass du richtig stehst. Ja, und da gibt es kein Guideline, kein richtiger, aber du tastest es ein bisschen hin. Und ich bin tatsächlich das passiert gar nicht lang. Also der Fahrt, ich glaube, das waren zwei Runs, einmal der Public Show, also wo Zuschauer waren. Das sind 10 Minuten, wenn überhaupt. Mhm. Und dieser Run war ganz in der Früh ohne Zuschauer, also wirklich für Schönbilder. Und das war auch, der ist dreimal bei mir vorbeikommen und beim ersten Durchgang bin ich auf der anderen Seite gestanden, weil du da richtig schön Silhouetten gesehen hast. Ja. Und habe das noch nicht einmal realisiert, dass da im Hintergrund der Nebel so im Tal liegt. Und dann haben die Jungs, die genau in den Engel geschossen haben mit der Slow-Motion-Kamera, haben schon so gedeutet und gesagt, hey, komm zu uns rüber, da schaut super aus. Und da drehst du um und sagst, ja, oh, yeah. Das ist richtig cool. Okay, danke. Ja, also das ist also sehr hilfreich, wenn man sich da in der Produktion mit den Bewegtbildleuten, weil es ist teilweise ein bisschen, kann schwierig sein, aber wenn man sich da gut versteht und ein bisschen an Draht zueinander hat, dann kann man sich da gegenseitig ein bisschen raushelfen. Das ist ganz gut. Ja, das glaube ich definitiv. Vielleicht so ganz kurz, wie hat es sich eigentlich so entwickelt, dass du jetzt immer mehr Richtung Red Bull und so solche Projekte gekommen bist? Da muss ich wieder zum Anfang zurückkommen. Also es ist tatsächlich, der Erzberg war und ist da so ein bisschen der Auslöser gewesen. Gell? Ich habe da am Erzberg das erste Mal 2009, wie ich fotografiert habe, das war tatsächlich auch so ein bisschen der Zugang, oder so hat sich mit Red Bull dann entwickelt. Ja. Das, am Endeffekt geht es darum, dass die Leute deine Bilder sehen. Ja. Und das ist online nicht mehr so leicht, wie es einmal war, weil einfach so viel Content online ist. Und es gibt so viele gute Fotografen. Und da schadet es halt nicht, wenn dann wirklich speziell jetzt da im greifbaren Bereich dann einmal Leute von einer Firma darauf aufmerksam werden, auf dich als Person. Und wenn du ein Komoto-Typ bist und umgänglich bist, ja, und Arbeitswillen zeigst, dann hilft es schon mal. Und wenn die Bilder auch nicht verkehrt sind, dann hast du schon mal einen großen Vorteil natürlich. Aber das war so ein bisschen, wie gesagt, also der Connect mit dem Erzberg ist eigentlich brutal. Da hat sich jetzt relativ viel für mich entwickelt und insofern natürlich cool. Das Herz beim Erzberg. Okay, dann ist natürlich wahrscheinlich so die Frage so als nächstes, so, was ist so im Kamerarucksack oder was sind so die Sachen, die du dabei hast jetzt beim Fotografieren. Ja, ja. Auch da wiederum ist so tatsächlich die Aufforderung quasi ans Publikum oder der Wunsch, wenn Fragen sind, einfach die Fragen stellen und ihr könnt dann einfach mitreden, beziehungsweise eure Fragen reinposten und ich kann das da entsprechend da wiederum aufnehmen, zurückspiegeln und dadurch wird das Ganze natürlich um einiges interaktiver.
Okay, also kommen eh gerade Fragen rein, sehr cool. Ja, ich mache aber trotzdem den Rucksack jetzt wieder ein bisschen größer, dass wir darüber reden können. Mhm. Und zum Beispiel haben wir die Frage rein. Und zwar, hey, mit welcher Kamera fotografierst du und welche Objektive verwendest du am häufigsten? Kann man das überhaupt sagen? Nein, sage ich jetzt einmal. Also man sieht es da eh ganz gut. Da liegt die A92, Sony A92, dann eine A7 III und die RX100. Die RX100 ist so das private Spielzeug in erster Linie, sage ich mal, aber auf die kommen wir noch zurück. Aber ich würde jetzt sagen, A92, unglaubliche Maschine. Also das ist abartig, was da geht. Von den Objektiven her ist es tatsächlich natürlich, ist das 70-200, ist so der Klassiker in der Sportfotografie, das verwendest recht häufig. Bei den Events ist es oft entweder 16-35 am zweiten Body oder 24-70 und dann bist du gut aufgestellt, ja. Cool. Und wenn du, also zum Beispiel bei der MotoGP arbeite ich so, dass ich schaue, da hast du das Glück, dass du 2-3 Tage hast, wo mehr oder weniger das Gleiche passiert. Und dann mache ich dann meistens, dass ich sage, okay, beim ersten Training oder am ersten Tag, dann schaue ich, dass ich alles cover, mache alles safe, ja, habe alle Bilder und dann kann ich am zweiten Tag bei den anderen Trainings ein bisschen kreativ arbeiten, kann mit Fixbrennweiten arbeiten, kann einfach einmal versuchen, andere Bilder zu machen und alles abzudecken. Aber das ist so ein bisschen den Spagat, den du immer hast als Berufsfotograf, dass du ja liefern musst, ja, und du kannst halt, musst dann immer abwägen, zahlt es jetzt aus zu experimentieren, kann ich mir das jetzt leisten oder ist es jetzt wichtiger, dass ich einfach das Bild liefere? Ja, wie viel Risiko kann ich diesbezüglich eingehen? Aber ich würde, also wenn du mir jetzt auf die Schnelle fragst, wahrscheinlich passiert sehr viel mit dem 70-200, ja. Ja. Ja, das denken wir auf jeden Fall. Mhm. Also 70-200 ist ja durchaus eine größere Linse und jetzt gibt es aber auf der genau anderen Seite des Spektrums, gibt es jetzt natürlich auch jetzt kleinere Kameras, mit denen man unglaublich gute Fotos machen kann. Mhm. Weil es gibt ja so das legendäre Sprichwort, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Definitiv, ja. Welche Kamera hast du da dabei gehabt? Ja, ich habe jetzt erst, also ich war jetzt am Wochenende wieder am Wandern am Berg und habe es wieder dabei gehabt und habe mich wieder so gefreut. Also die RX100, die RX100 Maxim ist es. Es ist einfach genial, ja. Ich habe immer ein bisschen gespitzt auf eine Kamera, die mehr oder weniger in der Brusttasche habe, ja, die immer im Anschlag ist. Das ist meistens natürlich das Telefon, das Handy, aber wie wir alle wissen, das Handy macht mittlerweile super Bilder, aber du bist halt einfach reduziert, auch was längere Brennweiten betrifft, was Geschwindigkeit betrifft oder speziell als auch Action. Ja. Und jetzt habe ich mal von knapp einem Jahr, Anfang des Jahres, die RX100 zugelegt für genau diese Fälle. Und wie du sagst, also die beste Kamera ist die du dabei hast. Ja. Und Im privaten Bereich ist es dann so, dann tust du es dann nicht immer an, dass du die Kamera, selbst wenn die Sony 7-3 oder die A9, wenn die sind wirklich kleine, kompakte Kamera, spiegellos machst, dann mittlerweile eh einfach. Aber mit einer Optik ist es halt trotzdem immer so groß, dass du es im Rucksack hast. Und wenn du speziell beim Skifahren sagst, du, okay, Rucksack runter, Kamera raus. Wenn ich Skifahren gehe, dann will ich Skifahren, ja, oder ist das trotzdem noch immer der primäre Fokus, aber es hat halt dann Momente, da willst du fotografieren und das ist halt mit so einer Kamera so spielerisch, ja, da greifst du in die Brusttaschen, zack, zack, druckst ab, ja, du hast einen Brennweitenbereich 24 bis 200 mm, was abartig ist und kannst eben Actionfotos mitnehmen, du kannst Porträts machen, du kannst so viel machen mit der Kamera, also speziell über den Tag, Outdoor, unglaublich und also, lieb's, also gerade das ist zum Einkaufen nicht nur einsteckt, weil es kann ja was Lustiges passieren. Ja, aber gerade so ist, wie man es bei dem Foto sieht, so als mit dem Smartphone, wird es wahrscheinlich dann unmöglich. Schon schwierig. Ja, na, unmöglich. Also das ist glaube ich sogar mit fast über 150 mm gemacht, wo du stehst dann einfach ein bisschen weiter weg und du kriegst das nicht von der Qualität nicht hin und was natürlich als Fotograf genießt ist, wenn du den RAW schießen kannst, das heißt, du hast dann noch ein bisschen einen Eingriff in der Post-Production, kannst noch ein bisschen an den Kontrasten drehen und dem Ganzen einen Look geben, da bist du im Smartphone am Limit, also das ist nicht zu realisieren, ja, und also wenn ich die RX100 jetzt neben das Handy lege, da ist von der Größe quasi kein Unterschied, gell? Also die ist gleich schnell im Anschlag und genial. Und da ist eine Frage von der Victoria R., ich hole die mal da rein, bezieht sich höchstwahrscheinlich wiederum so auf den Sportbereich. So, gibt es hier immer Vorgaben, die man quasi liefern muss oder an die man sich halten muss bezüglich der Bilder? Oder kann man auch frei arbeiten und quasi eigene Ideen umsetzen? So interpretiere ich jetzt einfach einmal die Frage. In erster Linie hätte ich jetzt gesagt, in erster Linie musst du liefern. Ja. Also du wirst gebucht, wenn ihr jetzt da
so einen Event-Tag runterbreche auf ein paar Sätze, kriegst du vorab die Infos, wenn man jetzt zum Beispiel, da ist es recht leicht erzählt beim Motorsport, kriegst du die Fahrer, die interessant sind, wenn ich zum Beispiel am Ring in Spielberg fotografiere, sind bei diversen Events natürlich Österreicher immer interessant, weil die lokalen Zeitungen brauchen und so weiter, die WM-führenden potenzielle Gewinner etc. Die solltest natürlich covern, dann, wenn es für einen Kunden arbeitest, der braucht ja auch spezifisch die Bilder. Das heißt, der Spielberg sagt dann natürlich, bitte fotografier so, dass der Ring als solches auch zu erkennen ist. Also du versuchst dann auch, das diesbezüglich einzufangen. Und diese freien Ideen, die hast du immer so im Köcher dabei. Ja? Also speziell beim Motorsport, wie gesagt, ist es leicht. Da kannst du, wenn die im Kreis fahren, das eine oder andere Bild mal anders versuchen. Ja? Ja. Aber wenn du eben beim Rennen bist, wo sie nur einmal vorbeikommen, was beim Erzberg durchaus der Fall ist, dann musst du abwägen. Ja? Ja. Wie weit kann ich mir da rauslehnen? Zahlt sich's aus? Es ist ein Risiko, dass man zwischendurch tatsächlich eingeht, ja, und wer wagt, gewinnt, also auf das kommen wir, glaube ich, auch noch zu sprechen. Mhm. Aber prinzipiell ist es stark davon abhängig, was der Kunde dir vorgibt. Ja. Sehr cool. Ja, cool. Dann schauen wir nochmal weiter. Da jetzt kleine Kamera. X100. Ja, also es ist das Baby für privat. Vielleicht mache ich mal sogar was beruflich damit, weil es einfach, vor allem in der heutigen Zeit, ja, Qualität ist natürlich immer ein großes Thema, aber Hand aufs Herz, wo zu 90% der Zeit siehst die Bilder online, gell, also du wirst nie merken, ob die jetzt dabei, keine Ahnung, 800 ISO oder 1000 ISO zum Rauschen anfangen. Ja. Das ist, und da war ich mit meiner Freundin, das war Ende des Sommers, waren wir am Grimming rum, spektakuläre cool. Wanderung, ja, und eben, du überlegst nicht, ja, die Kamera an der Brust und greifst hin, machst ein Foto und hast schöne Erinnerungen. Und eben, und so, wie es sagst, man hat halt nicht immer die Kamera aus dem Rucksack holen oder wo hängt man hin, was man dabei hat, sondern... Ja. Nein, und es ist ein extrem spielerisches Fotografieren. Ich tue da gar nicht groß um, gell. Ich habe da jetzt nicht da alles manuell, wie es immer heißt, sondern der Blendenautomatik, Belichtungsautomatik und Point and Shoot einfach abdrucken und Bilder machen, gell, und sich da jetzt nicht da mit der Technik befassen. Also das ist, da geht es wirklich nur ums spielerische Einfangen der Momente. Voll. Okay, und dann vom spielerischen Einfangen der Momente kommt man natürlich dann auch immer wieder zu Produktionen. Genau, ja. Wo es dann also ist, dass man sich wirklich 100% drauf verlassen muss aufs Equipment, nämlich jetzt auch auf die Errungenschaften der Technik, namentlich jetzt Autofokus. Bevor man quasi zum, oder ich spring gleich mal daher, vielleicht sagen wir was zu dem Bild. Ja, das ist eine Produktion, ist gar nicht so lange her. Das haben wir, glaube ich, im September haben wir da was gemacht, ja, mit der Nadine Wallner, die ist eigentlich Skifahrerin, aber die klettert brutal gut. Also die ist da Routen aufführt. Ja, wir haben uns im Vorfeld angeschaut beim Location-Check. Und ich bin auch geklettert, da haben wir gedacht, okay, das ist ein Raufaser-Tapeten. Wie tut sie da? Wie kommt es da auf? Aber die war im Nu oben und ich bin halt mit dem Gymmer aufgestiegen am Seil und habe halt auf sie gewartet. Eigentlich hat sie auf mich gewartet, aber also die war tatsächlich fast schneller. Aber ich bin dann da drin gehängt am Seil und habe halt natürlich dann mit dem Weitwinkel aus der Wand ein paar Sachen gemacht, weil sie das anbietet. Und Klettern ist prinzipiell eine langsame Sportart, gell? Und da glaubt man jetzt nicht, dass, weil du sagst Autofokus, dass es da einen schnellen Autofokus braucht, aber tatsächlich ist das Bild ohne einen schnellen Autofokus nicht möglich gewesen, weil diese Position, die ich da habe, oder diese Perspektive auf die Kletterin, war nur möglich, weil ich mich von der Wand weggeschwungen habe. Ja. Genau. Also es ist natürlich minimal war der Hang überhängend, aber nicht wirklich. Und da bist du direkt am Kletterer, du bist direkt an der Wand. Ja. Du kannst dann top-down von oben nach unten fotografieren, seitlich, aber diese Draufsicht bringst du nicht zusammen. Ja. Also da musst du in der Luft sein. Und dann gehst du einfach her, stoßt dich ab, ja, schaust, musst natürlich vor Augen haben, dass du nicht auf den Kletterer zurückfallst, also das schön kalkulieren natürlich und die dann auch wieder mit den Beinen an der Wand fangen, aber dann einfach in dem Moment, wenn du diesen Todpunkt hast beim Schwingen, drückst ab, ja, und da ist es halt Goldes wert, wenn du einfach darauf vertrauen kannst, dass wenn du da am Auslöser bist, dass der Autofokus sitzt und drauf ist. Und dann da darfst du mich also kurz noch interessieren, ist es so, dass du quasi den Autofokus dann auf einen Punkt gehabt hast, machst vorher quasi Fokus-Tracking oder geht da vielleicht sogar eine Gesichtserkennung? Oder weiß ich nicht mehr? Nein, ich weiß es tatsächlich. Ich bin zu 90% tatsächlich am Tracking. Ja. Mhm. Das funktioniert
speziell bei der A92 so brutal gut. Wenn ich da wegschwinge und ich kann ja immer durchschauen, ich habe das dann dort trotzdem im Gefühl gehabt, also ich bin da jetzt nicht, dass ich die Kamera vor das Gesicht ziehen muss und wieder weg, sondern ich schaue permanent durch und stoße mir halt von der Wand 3-4 Mal ab. Mhm. Und habe am Checking, ich arbeite mit Backbutton-Fokus, also das heißt, ich habe am Auslöser den Fokus gar nicht, sondern ja, da ist nur der Auslöser und habe den Fokus am AF-Knopf, am Body hinten und bleibt dann mit dem Daumen oben und ist immer oben. Also ja, brauchst nicht überlegen. Einfach abstoßen, abdrücken, Foto. Sehr cool. Natürlich einfach kommt dazu, es ist sehr weitwinklig. Wenn ja, da jetzt der Fokus nicht auf dem halben Meter genau ist, dann wirst du es nicht sehen, gell? Aber es ist schon sehr cool. Sehr, sehr zuverlässig. Ja. Also war ich selber überrascht. Ja, weil da so die Frage war vom Harald, ich hole die Frage mal so kurz rein. Wartest du ab auf den Moment oder posen die auch manchmal für dich? Wahrscheinlich kommt es so extrem drauf an, auf die Situation. Genau. Es ist stark davon abhängig, natürlich, gerade beim Klettern wird viel gepostet. Ja. Da schaut es halt super aus, wenn du eben so wie die Nadine hier dich lang machst, ja, oder an Dynamo machst, oder mit an Hook machst mit den Beinen, dass dich einhängst. Also da gibt es diverse Moves beim Klettern, die fürs Bild gut ausschauen und da arrangiert man sie. Also da schaut man dann, oft lässt man sie einfach klettern oder wurscht, was das für Sport ist, den Athleten einfach machen, den Sportler machen und sieht dann was gut ausschaut, geht dann ins Zielgespräch und fragt den Sportler dann, du, was hältst du davon, ist das cool, weil der kennt seinen Sport natürlich am besten, würdest du dich auch gern sehen, machen wir das so oder hast du eine andere Idee, aber cool, ein bisschen was von beiden hätte ich gesagt. Ja. Cool. Okay, dann schauen wir weiter, wir kommen quasi vom Berg über den Bergfluss immer weiter runter Richtung Meer. Genau. Das war mit der Vicky, also der Kajakerin. Mhm. Und es war tatsächlich der Tag vorm Klettern. Das war eine Produktion mehr oder weniger. Und ja, das war ein klassisches Athletenporträt. Also da hast mehr oder weniger einen Tag, den du verbringst. In dem Fall haben wir tatsächlich auch eine Videoproduktion gehabt, weil das war ein Fotografie-Tutorial. Insofern habe ich auch nicht so viel Zeit gehabt zu fotografieren, weil ich ein bisschen was dazu haben müssen. Und das war in dem Fall für mich wiederum die größte Herausforderung, ja, dass ich da wirklich in kurzer Zeit halt trotzdem noch schaue, dass ich ansprechende Bilder mache. Und wenn man es im Vorfeld, die Vorbereitung ist halt natürlich immer goldeswert, die Locations angeschaut, was man wo machen kann. In dem Fall war tatsächlich ein bisschen schwierig, sogar die Vicky ist unlängst davor, ich glaube, es ist keine 2 Monate her gewesen, 3 Monate, operiert worden an der Schulter und war diesbezüglich gerade was die Action betrifft, nicht ganz so fit. Und jetzt das mittlere Bild, das war, ich glaube, sie ist 4-mal für mich das Abi gefahren. Ja, also sie hat gesagt, du, was können wir machen? Es ist jetzt kein super episches Wildwasser, wie du es normalerweise gewohnt bist, aber ja, es gibt ein bisschen was her. Und da war tatsächlich dieses Thema mit der Instruierung, dass ich gesagt habe, du, schau, gib mir in der Pose, dass wir einfach ein bisschen dynamischer rüberkommen. Habe sie ja auf der Kamera gezeigt, was sie davon hält. Und das ist, glaube ich, wirklich 4-mal bei mir vorbei und dann hat sie die Schulter schon wieder gespürt und dann musst halt sagen, danke, aber ja, nehmen wir das, was wir haben, ist es eigentlich ganz gut geworden, ja. Zudem, nehmen wir das, was wir haben, kriege ich da nochmal kurz ins Wort von Moritz, da jetzt eine Frage, und zwar, wie schaut es da aus, fotografierst du meistens im Serienbildmodus oder Einzelschuss und es passt? Mhm. Viel im Serienmodus natürlich. Speziell jetzt bei den neuen spiegellosen Kameras, bei der A92, ich meine, macht 20 Bilder eine Sekunde, das ist abartig, ja. Es gibt tatsächlich trotzdem Momente, wo du selbst mit 20 Bildern eine Sekunde nicht den Moment haben wirst, gell. Ich mache zum Beispiel gar keinen Fußball, aber wenn du mit einem Fotografen redest, der Fußball fotografiert, den Moment, dass du zum Beispiel einen Kopfball nimmst, ja, wo der Ball direkt am Kopf ist, da bist du selbst mit 20 Bildern der Sekunden wahrscheinlich nicht jedes Mal drauf. Gell? Also die haben da ziemliches Händchen, dass sie da im richtigen Moment abdrücken. Und da gibt es ein paar Sportarten, wo du dieses Timing abpassen musst. Gell? Ja. Und aber tatsächlich, also mit 24 Bildern in der Sekunde, glaube ich, gell, hast du einen Film, also mit 20 und bist du ziemlich gut dran, dass du eigentlich fast jeden Moment hast. Ja. Das ist alles Geniale, weil du gerade gesagt hast, Film bei der A99 hast du kein Blackout mehr. Das heißt, du bist da einfach drauf, du siehst, der Frame ist grün. Ja. Und innen drin rattert, wobei es rattert ja nicht mehr, weil halt elektronisches Verschluss. Genau, also, es ist zum Beispiel,
Beim Motorsport ist es recht spannend, wenn du mit Mitzieher machst. Also zur Erklärung, Mitzieher sind, wenn du eine längere Verschlusszeit verwendest, dass der Hintergrund verschwimmt. Da ist tatsächlich ein bisschen mitgezogen worden. Bei dem einen Kajakbild habe ich, glaube ich, kennt es nicht so gut, aber es ist der Hintergrund fängt ja langsam, genau, das kannst du halt nur extremer betreiben. Und da ist halt mit einer klassischen Spiegelreflexkamera, das ist so ein bisschen die goldene Regel, wenn du da jetzt mitziehst und 10 Bilder machst, ja, ist wahrscheinlich auch nur eins scharf, gell? Weil du dann einfach diese Vibrationen zusammenbringst und du dann nur noch mehr verreist. Und das wird dann mittlerweile einfach leicht gemacht. Du hast kein Wackeln, du hast kein Blackout, du ziehst mit, wie würdest das filmen und hast halt schon sehr viel Ausbeute. Ja. Also das ist schon sehr, sehr cool, ja. Cool. Dann weiter zum Wasser, die Fassilität. Okay. Entschuldigung. Ja, eins muss ich noch, eins habe ich noch vergessen. Und beim Blitzen hast du natürlich, also kommt davon, was für Blitzsystem du verwendest, aber tatsächlich, das eine Kajakbild ist geblitzt, dann machst du halt ein Bild. Ja. Also wenn vielleicht zwei, drei innerhalb von ein bisschen größeren Abstand, aber der Blitz muss er dann wieder neu aufladen und dann geht es wahrscheinlich nicht aus, dass du einfach nur drauf bleibst. Passt. Also vom Wildwasser runter ins, muss man schon schauen, bis wohin, bis daher. Zack. So, weiter Wasser ja, jetzt hier unten. Vielleicht da einfach sowas, die Idee oder der Ansatz oder der Zugang da war? Ja, das Wasserski-Bild, das ist auch schon ein älteres. Da war einfach, wie gesagt, die Herausforderung diese, dass man halt an Sport, der jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch wirkt, der ein bisschen anders zeigt. Und da bin ich mit dem Unterwassergehäuse ins Wasser rein und habe den Dorian, das war der Athlet damals, relativ knapp an mir vorbeifahren lassen und relativ knapp ist untertrieben, also ist tatsächlich wie bei einer Boje. Das ist sogar mit dem Fischei, man kann sich das vorstellen, die Boje war in Griffweite bei mir. Wow. Und der ist mit dem Oberkörper über mich gelehnt, drüber gefahren und der Ski halt seitlich nur vorbei, also kurz gereckt, aber das Bild ist ganz cool geworden, ja, also es war einfach einmal ein ganz anderer, genau, ist ein anderer Frame, so halb ist immer, wirkt immer ganz gut. Ja. Und sonst ist Wassersport, so wie im Surf, das ist halt so eine persönliche Leidenschaft. Das ist jetzt alles eher so, ja, Urlaubsfotografie, würde ich fast sagen. Ja, da habe ich die Kamera halt dann dabei, wenn ich zum Surfen irgendwo bin. Und wenn dann die Wellen für mich zu groß sind, dann packe ich die Kamera ganz gern aus. Und aber willkommene Ausrede, damit ich nicht ins Wasser muss. Aber hier sieht man nochmal ganz gut das Thema Mitzieher. Ja, also einfach eine längere Verschlusszeit. Und da ist tatsächlich jetzt auch nicht wirklich der Athlet hundertprozentig scharf, aber es kriegt einfach eine gewisse Dynamik. Ja, aber das Feeling kommt cool. Da definitiv ja, total mit, dass einfach genau. Da brachiale Wörns sind und dass er da was ja. drin steckt. Cool. Da ist das Gegenteil, ja, komplett eingefroren, ganz kurze Verschlusszeit. Dadurch kriegt es auch wiederum einen sehr surrealen Charakter, speziell wenn sie mit Wasser füttert. Ja, das wirkt fast wie gefrorenes Eis. Cool. Aber das sind tatsächlich mehr, also Urlaubsbilder. Ja, der genießt es dann halt, dass dann wirklich einmal, ohne liefern zu müssen, einfach einmal privat die Kamera in die Hand nimmst und zum Spaß abdrückst. Wenn es jetzt Urlaub ist, welches Gehäuse, also welchen Body hast du da mit? Das war... Also ich sage einmal, wenn es jetzt ist, es dann auch irgendwie eine kleine Kamera oder nimmst du dann auch wirklich die großen Kameras? Dann nehme ich dann schon die großen Kameras mit. Cool. Ja, ja. Okay, dann vom Wasser quasi der nächste Schritt in die Luft. In die Luft, ja. Oh ja. Das war auch ein Shooting für zwei Sportler, für einen Paul Guschelbauer und den Tom de Torleo. Der ist Tom de Torleo, heißt er, das ist nicht Verschluck, ein Belgier. Die haben ein Projekt gehabt, wo sie quasi mit den Parkleitern und zu Fuß die Adria in einem Kreis von Salzburg aus bewältigen. Salzburg war Stadt, ja. Und da haben wir einen Pre-Shoot gemacht, einfach um das ganze Event, oder das ist kein Event, aber dieses Projekt anzukündigen. Und da haben wir beim Königssee in Bayern fotografiert. Mhm. Und das linke Bild ist noch vom Boden entstanden. Da war ich noch mit festem Boden unter den Füßen, sehr zuversichtlich, ja. Und war schon ganz ein cooles Bild vom Paul, glaube ich, ist das der Guschelbauer? Nein, das ist der Tom, keine Ahnung. Und dann hat es geheißen, so jetzt, so wie wenn du in die Wand hängst beim Kletterer, bin ich da halt mit ein paar Kleider im Tandem mitgeflogen. Und ich bin wirklich, also seefest, würde ich jetzt sagen, und bin das eine oder andere Mal schon im Helikopter gesessen, habe das Vergnügen gehabt. Und das macht mir eigentlich nichts aus. Und es war auch hier kein Problem, aber du dieses, also Fliegen, ja, und du sorgst halt die ganze Zeit auf, dass du diese Perspektiven zusammenbringst und dann musst du natürlich schauen, dass die Jungs auch zusammenfliegen, dann, dass die Schirmstellung auch schön ist, dass die Flügel nicht einfallen.
Also das machst du ein paar Mal und drehst dich permanent wieder auf, dass du wieder auf Höhe kommst und schaust natürlich parallel dazu oft damit durch die Kamera und irgendwann wird das Gesicht dann grün. Und das war dann recht lustig, weil wir dann gelandet sind und wir waren dann doch fast ja, sicher 1,5 Stunden in der Luft und der Manager von den Zweien hat uns dann empfangen dort bei der Landung und hat mir dann angeschaut und gesagt, oh, hast die gleiche Gesichtsfarbe wie das Gras. Das war dann für den Magen ein bisschen fordernder, ja. Ja. Aber ganz, ganz wichtig ist wahrscheinlich auch so der Punkt, also ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen und einfach ausprobieren. Genau. Genau. Also Komfortzone, gar nicht mit auf den Bezug, dass du jetzt Risiken eingehst. Gell? Also das ist natürlich, das beste Bild ist das nicht wert, dass du was riskierst, ja, dass du, keine Ahnung, irgendwo zu knapp beim Motorsport hingehst oder dich blindlings irgendwo bei einer Wand rauslässt. Ja. Auch hier, weißt du, du sprichst das vorher ab, natürlich, die Chance besteht immer, wenn du im Tandem startest, dass du beim Start am Gesicht liegst, aber tendenziell sehr sicher. Aber es ist halt einfach, was du einbringst, ja, dass du sagst, okay, habe ich noch nie so gemacht, gerade diese Air-to-Air-Geschichten aus dem Flug zu fotografieren, es ist nicht so ohne, weil sich halt viel bewegt, traut man sich das zu und das ist so ein bisschen, was die Erfahrung habe ich wie immer wieder gemacht, haben wir dann, glaube ich, nachher noch ein Thema, dass wenn du so im Vorfeld so ein bisschen dieses flaue Gefühl im Magen hast, ja, wo du nicht sicher bist, bringst du es zusammen, ja, ist das meine Kragenweite, dass du einfach sagst, mach mal. Probieren wir es einfach, ja. Ja. Dann hast du vielleicht einmal bis zum Shooting hin ein bisschen Bauchweh, aber die Erfahrung eben, also persönliche, du investierst dafür mehr, ja. Du ja. bist ganz anders aktiviert, als wenn du sagst, das ist Daily Business, das mache ich einfach nur so. Da entstehen ganz andere Bilder und tatsächlich, also es ist, auch dieses Bild war beim Illume 2016, glaube ich, im Semifinale. Also es waren immer die Shootings, wo ich im Vorfeld so ein bisschen einen Unsicherheitsfaktor gehabt habe, die eigentlich die spannendsten und schönsten Bilder gebracht haben. Sehr cool. Okay, dann gibt es nur mehr Luft. Ja. Bild, ja. Wo man quasi, was man in der Ausschreibung sozusagen gesehen hat, zu dem Bild. Ja, ja, die Geschichte, die meisten wahrscheinlich hören wollen. Ja, es ist, also da kann man jetzt da ganz, ganz gut an dieses Szenario Komfortzone anklangen, hat es, um auszuholen, dass ich einen Anruf bekommen habe von der sehr netten Grit König, ja, die im Athletmanagement bei Red Bull ist. Und mit der schon einige Projekte verwirklicht habe und gesagt, du, wir haben da eine Idee, wir möchten einen Weltrekord aufstellen mit einer Schaukel mit 100, ich glaube 170 Meter Länge zwischen zwei Heißluftballonen. Und ich so, cool, klingt spektakulär. Und die erste Idee ist kein Blödsinn, ich habe telefoniert, hat mir eine E-Mail geschickt. Und du denkst natürlich, okay, Helikopter, ja, aus der Luft. Und dann siehst du halt die Bilder, sie haben einen Testshoot gemacht, anhand der Brennweite und wie knapp es ist, merkst du, okay, das kann kein Helikopter gewesen sein. Und dann haben wir halt das Telefonat geführt und sage, du kriegst aber, wie habt ihr die Testbilder gemacht? Ja, da war ein zweiter Fallschirmspringer, der ist halt mit runtergekupft und hat die Kamera am Kopf gehabt. Du weißt, ich bin kein Fallschirmspringer, also ich kann jetzt nicht mit runterhupfen. Ja, ja, das machen wir schon irgendwie. Und dann war es halt tatsächlich so, dass ich dann tatsächlich verzweifelt bin. Also wir haben da nur ganz in der Früh oder ganz am Abend fotografieren können, im Hochsommer, also das ist frühes Aufstehen, weil einfach sonst zu viel Wind war und da waren diese, in Summe haben wir, glaube ich, 6, 7 Versuche gehabt und um zu erklären, das sind 2 Heißluftballone, ja, die Schaukel war an einem befestigt und am zweiten ist der Athlet gesessen und ist rausgesprungen, ja, und quasi vielleicht so. Vielleicht springen wir ganz kurz nach vorne, oder? Genau, das sind die Athleten und das war halt das Bild, ja. Und man muss jetzt vorstellen, also rechts, im rechten Eck oben wäre außerhalb des Bildes der zweite Korb vom Ballon. Und da war auch ich drinnen, ja. Nur bei diesen ersten 2 Versuchen, also du bist so knapp dran, du hast da Fischei, du bringst diese Szenerie nicht aufs Bild, ja, weil er fällt natürlich diese ersten 1,5, 2 Meter nur runter. Oft ist das Seil noch nicht gespannt. Du schießt nur Boden, also du hast diese Idee nicht. Du was machst du als Fotograf? Du versuchst, eine coole Perspektive zu finden, du bewegst dich, aber du bist da auf diesen Ballonkorb fixiert, ja, du stehst da drinnen, ärgerst dich, weil du kommst nicht aus, ja, du kannst nicht ganz anders hin. Und dann, nachdem die Jungs da zweimal geschwungen sind, es war auch wiederum hier ein Bewegtbild dabei, die waren in dem Fall im anderen Ballon noch, wo die Schaukel fixiert war,
damit, weil es ist platztechnisch natürlich nicht so einfach in dem Ballon, da passen vielleicht vier Leute rein, habe ich mir überlegt, okay, wie soll ich das einfangen? Ich habe dann, wenn man da einen Skydiver tatsächlich dabei gehabt, der Wolfi, der ist wirklich mit der Kelmkamera runtergesprungen und ich habe mit dem zu ihm schon gesagt, du, das wird dein Bitte, ich kann da nichts machen, ich nehme halt die Porträts mit und mache behind the scenes und weiß der Teufel was, aber das wird dein Bild, weil du hupst einfach mit, Abi. Und habe ihm natürlich da dementsprechend Druck auferlegt. Und dann habe ich zufällig im Auto, weil ich am Vortag oder davor noch am Motorsport fotografiert habe, Einbeinstativ gehabt und Funkauslöser. Ja? Und da haben wir gedacht, yeah, okay, ich könnte die Kamera aufs Einbeinstativ montieren und so diese Perspektive zusammenbringen, dass ich quasi unter dem Ballon komme, ja? Und über Funk auslösen. Und ja, das haben wir dann tatsächlich versucht. Da war auch wieder ein Versuch dabei, wo nichts passiert ist, weil die Kamera nicht ausgelöst hat, weil der Funk irgendwie nicht funktioniert hat. Ja. Aber es war tatsächlich, also es ist wirklich ungelogen. Ja. Es gibt noch einen Frame davor, einen Versuch davor, da ist der Skydiver ein bisschen mehr von hinten. Das ist auch schon cool, da war ich dann schon ein bisschen relaxed. Ich habe gesagt, okay, wir haben zumindest ein Bild, ja, oder ich, das einigermaßen lässig ist. Und dann, das war der allerletzte Sprung und ich bin dann zu Marco, der Skydiver, habe gesagt, du, ich bin jetzt links, ja, du springst raus. Versuch, dass du vielleicht da ein bisschen mehr zu mir orientierst, ja, beim Absprung, damit ich halt dein Gesicht sehe und nicht nur von hinten. Und der hat gesagt, getan, er ist dann rausgekupft und die Kamera war tatsächlich auf Auto ISO, glaube ich, weil es dreht sich halt wiederum, also in der Luft, es dreht sich alles, also du bist nie gleich, du bist einmal, ja, mit Sonne, gegen Sonne, man sieht auch die Wolke, die war dann einmal weg, die haben wir sie wieder da. Das war dann das Bild, der dementsprechend unterbelichtet, ich habe es dann ein bisschen nachziehen müssen in der Nachbearbeitung. Hab dann auch im Ballon selber beim Durchschauen noch nicht einmal so richtig sagen können, ob das was geworden ist, aber es war dann, ich würde sagen, das aufwendigste Bild, das ich so jemals produziert habe und mit am meisten, wow, Blut und Schweiß. Ja. Wow. Sehr cool. Und nachher? Genau, nachher hopfen sie ab. Genau, Blick nach unten. Genau. Das ist dann mehr oder weniger Absprung, also danach lassen sie sich natürlich. Ist recht, die haben viel Spaß gehabt. Die springen dann von der Schaukel ab, ziehen den Fallschirm und gehen dann zur Landung über, ja. Aber die haben es sehr genossen. Also ich habe die dann gefragt, wie es ist. Sie haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Ne? Weil man nimmt es visuell dann, ich habe das Video auch gesehen, gar nicht so wahr, weil es natürlich extreme Dimensionen sind dort, aber geht es schon dahin auf dieser kleinen Schaukel unter dem Eisluftballon. Ja. Sehr cool. Okay, und das Bild hat dir dann dazu gebracht. Genau, ja. Sehr cool. Letztes Jahr beim Illume, was also eine wahnsinnige Ehre für mich war, weil ich halt den Bewerb, ja, als Sport- und Actionfotograf natürlich schon seit jeher verfolge. Mhm. Und der inspiriert mich auch. Das ist Bilder, das ist unglaublich, ja. Aus der ganzen Welt, extrem gute Fotografen. Und umso mehr war es dann für mich wirklich eine Ehre, dort nur ins Finale zu kommen und dabei zu sein und dort vor Ort zu sein, ja, und einfach sich auszutauschen, die Leute kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und ja, umso überraschender war es dann halt wirklich auch dann zu gewinnen und war ein sehr schöner Moment, möchte ich nicht missen. Sehr cool. Ich glaube, da kann man richtig stolz drauf sein. Jetzt quasi nur mal ganz kurz so eine kleine Werbepause zwischendrin. Und dann kommen wir zum nächsten Finale, wenn man so will. Ich poste da gerade zwei Links rein und ich hole da vielleicht da ganz kurz einmal einen Pascal rein in die Runde, damit wir da jetzt zu den Links ganz kurz sagen können. Ups, ich muss schon schauen, was ich da weg haben will. Okay, hallo Pascal. Kannst du uns wieder hören? Bist du wieder bei uns? Hi, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Habe ich ausnahmsweise nicht auf Mute geschaltet? Funktioniert, ja. Okay, okay, wunderbar. Ganz kurz. Ich habe zusammen mit Kücher, oder Sony hat auf jeden Fall zusammen mit Kücher und auch sonst eigentlich vieles zu bieten in puncto Promotion aktuell. Und da möchte ich ganz klein dieses kleine Werbefenster nutzen. Der Martin hat jetzt gerade ein paar Links gepostet, genau, in den Kommentaren. Ganz speziell möchte ich erwähnen das Trimby. Ihr habt jetzt vieles gesehen, gehört von Philipp. Produkte sind extrem spannend, aber am spannendsten sind immer, wenn man sie selber ausprobieren kann. Und Trimby ermöglicht euch eigentlich günstig Kameras und Objektive zu mieten. Und wenn sie euch gefallen, dann wird euch dieser Mietpreis angerechnet auf den Kauf. Also da speziell A9 Mark II,
die wir heute zwei, dreimal im Einsatz gesehen haben. Sensationell. Dann gibt es aktuell auch noch das Sony Winter, die Sony Winter Promotion. Da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Cashbacks einzufordern. Da gibt es verschiedene Objektive, spannende Preise etc. etc. Dann habt ihr immer wieder die Möglichkeit, auch die Garantieverlängerung zu nutzen. Also es gibt eine spezielle Garantieverlängerung auf unseren Produkten. Und ja, zu guter Letzt haben wir noch ein Welcome to Alpha. Das heißt, wenn jemand sich jetzt für Sony neu entscheidet, hat er die Möglichkeit, auch noch Objektive dazu zu kaufen und zwar auch hier auf die Objektive dann eine Vergünstigung zu kriegen. Es gibt noch ganz viel weitere Promotionen, die jetzt existieren. Also eben die Links habt ihr jetzt drin in den Kommentaren. Schaut mal kurz rein. Andererseits werden noch neue Sachen kommen. Es gibt auch noch ganz speziell jetzt für Küche, weil sie ja so nett waren und dass sie uns ihre Plattformen geboten haben, eine spezielle Promo auf der A9 Mark 1 und der A9 Mark 2. Da könnt ihr einen Code auf ihrer Homepage eingeben. Schreibt es euch auf, heißt Alpha Live. Einfach A-L-P-H-A Live. Dann habt ihr noch ein bisschen einen günstigeren Preis. Okay, das war's von meiner Seite für die Promotion. Sorry. Danke für die Werbeeinschaltung. Ich muss es kurz einbringen. Perfekt. Ich habe den Code, also so ist glaube ich geschrieben, Alpha Live, quasi da reingepostet in den Chat. Schaut's vorbei beim Kücher. Und danke da jetzt auch nochmal von meiner Seite. Ciao, Pascal, und bis nachher. Danke okay, dir. Cool. Dann ein großes Projekt, was uns so in Richtung Finale quasi erbringt. Da wir ein bisschen quasi am Anfang geholpert haben und gebremst haben, können wir jetzt noch ein paar Minuten hinten drüber gehen. Es geht um Fahrräder. Beziehungsweise ja, es geht um ein Fahrrad. Aber kein normales Fahrradfahren. Nein. Ja, das war auch ein recht spannendes Projekt zusammen mit Max Stöckel in Chile, in der Atacama-Wüste. Der ist einer von zwei, ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt nur zwei, die das verrückte Ding machen, der Geschwindigkeitsweltrekorde aufstellt mit dem Serien-Mountainbike, ja, das Bike, das er am Rücken hat, mit dem er da fährt, das kann man tatsächlich so im Handel erwerben. Ist natürlich nicht das günstigste, aber es ist nicht modifiziert. Und ja, da schmeißt er sich in seinen roten Latexanzug und brettert einfach mal so an den ganzen Berg hinunter, ja. Und das gerade. Und der hat da, keine Ahnung, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, über 167 km/h gehabt. Geplant waren 200. Das ist hier leider nicht ganz ausgegangen, weil der Untergrund tatsächlich suboptimal war. Er war zu weich, er hat am Start zu wenig Geschwindigkeit aufgebaut, dass er das bis nach unten ausgegangen wäre. Aber ja, das war fotografisch auch ein sehr spannendes Projekt, weil du natürlich zum einen dort 4-5 Tage in der Wüste bist, ja, wo es in der Nacht Minusgrade hat und tagsüber sehr warm. Also es ist tatsächlich zu der Position, wo das Bild entstanden wird, da gehst du unten mit der Jacke weg, ganz in der Früh. Wir haben da auch sehr viel in der Früh machen müssen, wegen dem Wind. Und dann oben stehst du im T-Shirt, weil es so warm wird. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Fangfrage zum Bild. Das ist natürlich so ein Klassiker in der Sportfotografie, diese Sequenz, ja, um eine Bewegungserfolge zu zeigen. Und da war jetzt natürlich die Frage, da könnte man fast ein Gewinnspiel machen, wie viele Bilder da in einem drinnen sind. Ja, und jetzt werden wahrscheinlich die meisten anfangen, wenn sie es könnten, da die Sequenzen abzuzählen, ja, wie oft der Max da im Bild ist. Und ich glaube, es sind 52 Frames, wenn mich alles täuscht. Aber tatsächlich ist es ein bisschen aufwendiger gewesen, weil aus Sicherheitsgründen habe ich natürlich nicht so nah an seine Line herangehen können, dass ich das ganze Bild in einem Frame bringe, ja, mit einem Weitwinkel. Zum anderen bist du da auf einem Berg, und hinten diese ganze Landschaft, wenn du das jetzt auf 16 mm fotografierst, dann zieht dir das so in die Weite, in die Ferne, dass du diesen ganzen Hintergrund nicht mehr aufs Bild bringst. Also diese Komposition ist dann eigentlich nicht möglich. Ja. Deswegen habe ich das Ganze auf einer Normalbrennweite, ich glaube, es war irgendwo zwischen 35 und 50 mm, fotografiert. Vorab, bevor der Max seinen Versuch gestartet hat, habe ich in Hochformaten die Landschaft abfotografiert, so ein klassisches Landscape-Stitching, wie es viele kennen, und habe dann einfach wirklich diese Position, auf der ich war, und die Perspektive beibehalten. Und dann ist er gekommen und dann habe ich mitgezogen und habe dann nochmal die Sequenz von ihm fotografiert und das Ganze dann in der Post-Production zusammengebaut. Ja. Wow. Und so ist dieses Bild entstanden. Ja, wo das ist so ein bisschen auch der Antrieb, sage ich einmal, wie es beim Ballonbild war, auch bei diesem, dass man immer versucht, so ein bisschen die Geschichte tatsächlich in ein Bild zu packen. Ja, dass das kein
keine Fotostory wird von 15 Bildern, was du natürlich auch machen musst, ja. Aber im Endeffekt, im Optimalfall hast du da wirklich so dieses eine Bild, ja, wo die Leute draufschauen und sagen, okay, ich weiß genau, um was es geht, ja. Und es ist vielleicht auch so, da haben wir eingangs die Frage gehabt, so diese Anforderungen oder freie Ideen, ja. Und da war es so, dass der Max hat seine Testläufe gehabt, seine Trainingsläufe, und hat sich dann immer weiter rauf den Berg gearbeitet. Und da haben wir, wir waren zwei Fotografen, schon Möglichkeiten gehabt, natürlich Bildmaterial zu generieren. Ja? Und auch die Action-Shots, kein Mensch weiß, ob das jetzt von ganz oben los war oder von der Mitte, aber wir haben groß abschießen können, Hochformate, Querformate, alles, was halt gefordert wird. Und dann im Endeffekt war das wirklich so dieser Versuch, wo ich gesagt, okay, dann nehme ich mir jetzt einfach her und versuche, was anderes zu generieren und ein bisschen was Kreativeres zu machen. Und da ist diese Idee tatsächlich entstanden, weil ich, glaube ich, zuerst wirklich mit dem Telefon zwei Lensern, so ein Pano gemacht habe, ja, Panorama, weil ich das meiner Freundin dann schicken wollte. Und dann habe ich mir gedacht, boah, schaut aber super aus, ja. Das muss man mit der großen Kamera machen. Ja. Ja, und so ist dieses Bild entstanden, und es war halt das zweite Bild bei Milume, das dann mehr oder weniger in der Kategorie Sandisk Extreme gewonnen hat, und war umso mehr überraschend, dass ich dort mit zwei solchen Dingen heimgehen habe dürfen. Sehr cool. Das ist jetzt eine Frage von Manuel S. Wie viele Bilder sind es denn dann geworden? Also du hast gesagt, 52 circa von ihm, aber den ganzen Scan von dahinter, quasi Zeilenweise, ja. Spalten und so weiter. Ich müsst lügen, wenn ich mich richtig erinnere, waren es Hochformate, also ich habe Hochformate fotografiert, und ich glaube, es waren 8 Bilder, sowas, 8 bis 10 Bilder, also hier bis vom Hintergrund, ja. Die obere Hälfte, dann die untere und dann halt den Max noch drüber. Sehr cool. Wow. Und da sieht man jetzt ganz schön das Basislager. Und tatsächlich, das ist der ganze Berg. Ja, der ist von der Spitze ganz oben einfach gerade aber. Oh yeah. Ja. War auch wieder für menschlich herausfordernd, also physisch, weil wir waren da, Basecamp war auf 3600. Ja, was jetzt vielleicht nicht ganz so hoch klingt, aber man sagt, dass man in der Atacama, weil sie so trocken ist, ja, nochmal gefühlt für den Organismus nochmal 1000 Höhenmeter hinzurechnen kann. Ja. Also es ist wie wenn du im Himalaya auf über 4500 Höhenmeter bist. Und da haben wir dann tatsächlich einen Schweden aus der Bewegtbildproduktion gehabt, dem ist es nicht so gut gegangen. Also der hat dann tatsächlich weiter runter müssen, dass sie das System wieder da fängt, weil der ist höhenkrank geworden. Ja. Peng. Wow. Und vielleicht noch erwähnen, der Grund, warum wir auf der Höhe sind, ist der Luftwiderstand. Also wenn der Max braucht zum einen natürlich diese Strecke, ja, die möglichst gleichmäßig ist, und zum anderen, je höher das ist, desto besser, weil desto weniger Luftwiderstand und desto schneller wird er. Mhm. Und umso weniger Bäume, das heißt, man muss weniger ausweichen. Was es wiederum langweiliger macht. Stimmt auch wiederum. Okay, also aus der Wüste, dann kommen wir quasi so ein bisschen zurück zu heimischen Gefilden. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen angesprochen, weil wir da jetzt quasi in Linz sind. Das kennst du, gell? Meine Heimatstadt, ja. Ja. Ich persönlich fahre Street Trail, aber ich sage, bei sowas bin ich ganz, ganz weit entfernt. Ja, ja. Fabio war, also wie du sagst, du bist Radlfahrer, ich bin Radlfahrer, und das sind halt andere Welten, ja, das sind andere Sphären. Ich habe mich dann ein bisschen aufs Trailbike gesetzt und ein bisschen umgeblödelt, aber da bist du wahrscheinlich noch besser als ich. Aber ja, das war auch ein ganz spannendes Projekt mit Fabio. Ich mag ihn irrsinnig gerne, er ist ein extrem geerdeter, angenehmer Typ, und wir waren da wirklich lang, also es ist sehr untypisch für mich. Ich bin da normalerweise immer sehr auf getakteten Produktionen, wo wirklich effektiv in kurzer Zeit viel passieren muss, und wir waren da halt für den Dreh Widmer's Law, das war glaube ich letztes Jahr, oder 3 Wochen fast unterwegs, ja, mit kurzen Unterbrechungen, und es war recht spannend, ja, da hast du halt dann, keine Ahnung, wenn er einen Trick versucht, der tatsächlich, da war glaube ich wirklich auch nur 2, 3 Versuche bei dem, also das war's dann, ja, aber dann hast du halt andere extrem technische Geschichten, ja, wo er dann das, keine Ahnung, 250 bis 300 Mal probiert, ja, und dann hast du im Endeffekt nach den ersten 50 Durchgängen deine Bilder, und dann schaust du halt selber schon auf die Uhr und trinkst einen Kaffee nebenbei, bis er halt fertig ist und du tatsächlich dann fürs Video wirklich im Kasten hat, ja. Aber ja, war super Zeit, war lustig.
Und da war halt wieder, wie schon angesprochen, da war Möglichkeit zum Experimentieren. Das ist zum Beispiel ein Remote Cam. Da habe ich die zweite Kamera über Remote ausgelöst, weil ich von oben fotografiert habe. Das war so wieder so, das hat er tatsächlich auch wieder zweimal gemacht, aber wir sind davon ausgegangen, dass es nicht mehr macht. Also nur ganz kurz, falls irgendjemand in Linz hat, schaut sich den Spot an, das ist abartig. Also da ist Risiko dabei. Vom Ars Electronica, glaube ich. Genau. Ja. Ja, von der springt der eben aufs Geländer. Gell? Das ist und das Geländer ist Edelstahl und nur leicht abschüssig. Also, und da geht, wo er jetzt halt ist, da würde ich mal sagen, geht es wahrscheinlich gute 8 bis 10 Meter runter. Also. Ja. Schaut sich ja das Video an. Also Vipasloh ist definitiv sehenswert und Schande über mich, aber ich war mit dem Max, der die Produktion geleitet hat, der älteste am Set. Da hast du ein bisschen das Verantwortungsbewusstsein und das waren ein paar Situationen, wo ich mir so gedacht habe. Also da habe ich dann natürlich draufgehalten und abgedruckt, aber ich habe einen Herzschlag gehabt, also müsste ich selber hopfen. Ist schon ein Wahnsinn, ja. Aber es ist auch, also man muss das ein bisschen relativieren. Fabio ist höchst professionell, ja, der würde auch nichts machen, ja, wo er sich nicht wirklich sicher ist, dass er das mehr oder weniger unbeschadet. Es passiert natürlich immer was, du kannst nicht mehr wehtun, aber das kann da beim Skifahren, beim Normalen passieren. Aber der lässt sich zu nichts drängen, ja. Also der würde jetzt nie, ich bin zum Beispiel so einer, also wenn ich jetzt mit dem Radfahren gehe und ich weiß, es fährt hinter mir mit einer GoPro an, nachher, dann fahre ich wahrscheinlich genau um das Eisel schnell und liegt dann wieder irgendwo. Und das hast du bei Profis nicht. Also die sind es gewohnt, dass sie fotografiert werden, dass sie gefilmt werden und der riskiert deswegen nicht mehr. Ja, der weiß ganz genau, der kann ganz genau abwägen, wie weitergeht. Genau. Okay, und jetzt kommen wir sozusagen von der Höhenluft und der Atacama-Wüste und dem Ballon und quasi rein wieder zurück nach Österreich, jetzt schon so. Und bevor wir quasi jetzt zu den letzten Fotos kommen, vielleicht dort noch so eine Frage aus dem Publikum, da Marco Fürst fragt, hey Philipp, wie viel Zeit nimmst du dir für den Location-Check, bevor Fabio losfährt? Oder so generell, wie viel Zeit investierst du, wenn du irgendwo fotografierst, dass du jetzt auch zu der Location Gedanken machst? Da müssen wir jetzt fast erwähnen, weil wenn das tatsächlich der Marco Fürst ist, der hier schreibt, dann ist es der Skydiver vom Ballonbild. Rein vom Ballonbild, rein vom Thumbnail, da würde ich sagen, ist der Skydiver, der Kopf übersteht, also mein Monitor falsch montiert. Ist es der Marco, der auf dem Bild ist. Die Zeit, ja, natürlich, wenn es möglich ist. Du bist sowieso dann mit dem Fabio in dem Fall unterwegs, der schaut sich das ja selber an. Ja. Du bist mit der ganzen Videocrew wieder im Dialog, wo sie stehen, wo du stehen kannst, dass du nicht im Bild bist und schaust dir das dann ganz genau an, montierst eventuell natürlich eine Remote-Kamera oder was auch immer machen musst. Aber dann, also du versuchst wirklich tatsächlich, speziell wenn es Produktionen sind, die ein bisschen aufwendiger sind oder wo Dinge vielleicht nur ein, zweimal passieren, dass du wirklich alles, was du nicht kontrollieren kannst, ausschaltest und möglichst viel im Vorab checkst und Location-Check machst. Ja. Genau. Okay, also und dann, eben wie gesagt, so, wo ich zuerst schon angefangen habe, so Atacama-Wüste, vorher Luftballon, dann Leute, die irgendwo runterspringen und da denkt man sich wahrscheinlich so, ja mei, wenn ich das auf der anderen Seite habe, die Sportler, dann kann ich auch gute Fotos machen. Aber de facto drum jetzt auch so quasi zurück wieder ins Gefilde, indem man sich wahrscheinlich also selber ein wenig bewegen kann, wenn man Sportler ist. Ja. So rausgehen, Sport machen, Spaß haben und auch das Equipment nutzen, also man muss nicht weit weg sein. Was ist bei den Fotos? Ja, das ist das, was du eigentlich immer wieder speziell als Berufsfotograf vor Augen halten musst, dass du dann natürlich das Ganze aus einer Leidenschaft heraus machst und dass dann zwischendurch einfach wirklich die Kamera wieder in die Hand nimmst, wenn dafür nicht die Euros rollen, ja, und einfach nur aus Leidenschaft, und das war genau da der Fall, da habe ich gerade das 135-1.8 von Sony bekommen, die Optik, die eigentlich eine Porträtoptik ist, und da war ein Freund von mir, dem Fipsi, mit dem ich für Radl fahren gehe, gesagt, du, schmeißen wir uns das Radl, nehmen den Rucksack mit und nehmen die Kamera mit und schauen wir mal, was die Porträtoptik in der Action macht. Ja. Und das ist halt das, ja, dass du einfach dann zwischendurch einfach nur vor die Haustür gehst und schaust, was passiert und mit den Leuten, die um dich sind, arbeitest und fotografierst und allein aus Spaß an der Sache. Ja. Und speziell da war es halt natürlich extrem faszinierend wieder, was ein 135er, das eigentlich
für andere Dinge konzipiert ist, leisten kann. Und du kannst da offenbändig fotografieren, hast du den extrem coolen Look, ja, da hast du Unschärfe wie beim Modeshooting und der schnelle Autofokus trägt das einige dazu bei und spot on immer drauf. Also das ist schon extrem lässig, ja. Und das ist immer Goldes wert, wenn du halt ein Umfeld hast, wo ein paar Aktive dabei sind. Das muss ja nicht immer ein Skydiver sein oder einer, der mit 200 den Berg runterfährt, ja, sondern da reicht halt einer, der ein bisschen Radl fahren geht oder lassen Eis laufen. Ja, also wurscht was, du kannst im Prinzip bei allem schöne Bilder machen. Wichtig ist nur, dass du den Auslöser betätigst, ja, und die Muse findest, dass du rausgehst und die Kamera in die Hand nimmst. Eindeutig. Und wie gesagt, es ist vor der Haustüre und so ist dort beim letzten Bild ist, man kann auch Sachen von Jobs ja wiederum weiterverwenden. Genau. Ja, ist wieder der gleiche Radfahrer, der Fipsi. Und da, man kann es ahnen, das ist tatsächlich, habe ich dann ein, zwei Jahre, das Holy Powder vom Marcel Hirsch Shooting, das überblieben ist, in einem Karton im Schrank gehabt, bis dann irgendwann meine Freundin schon geschimpft hat, gesagt, du, was machen wir jetzt mit dem? Und dann bin ich halt her und habe gesagt, du Fipsi, wenn das Investoren, schauen wir, ob wir damit ein schönes Bödel machen können. Und dann sind wir auch wieder vor der Haustür, das ist eine halbe Stunde von mir weg, auf den Trail gegangen. Und muss dazu sagen, das ist Kartoffelstärke, also das Pulver ist dann nach einem Regenguss weg oder nach zwei. Und einfach wieder experimentiert und geschaut, ob wir da irgendwas machen können in die Richtung. Es war dann nicht ganz so einfach wie beim Hirscher-Shoot, weil das Pulver natürlich nicht so explodiert, wie wenn es aus einer Stange raushaust. Ja, habe ihn einfach instruieren müssen, ein bisschen unsauber zu fahren und die Kurven ein bisschen anzudriften. Aber ist trotzdem, finde ich, ein ganz schönes Bild geworden. Und sehr cool. Das ist was man durchaus gerne anschaut, ja. Genau. Und was eben auch wiederum so den Spin mitnimmt, so am Schluss so auch wirklich die Zeit nehmen für eigene Projekte, Sachen ausprobieren und einfach einen Spaß haben an der Sache. Ja, weil wie wir, glaube ich, schon einmal kurz gesprochen haben, es ist, wenn's bei den eigenen Projekten, dann bestimmst du, ja. Dann sind das deine Ideen und dann kannst du genau das durchführen und realisieren, was du vorstellst. Und cool. Das geht natürlich auch über einen Kunden manchmal, aber zu 100% geht es dann, wenn du einfach dein Umfeld integrierst. Cool. Jetzt kriegen wir da noch eine Frage. Ich blende mal schnell das Bild da aus und hole mal eine Frage noch von Moritz rein. Wie schaut es eigentlich aus vom Workflow her, nachdem du die Aufnahme gemacht hast? So wie Software, was verwendest, wie viel Bildbearbeitung und so weiter und so fort, was sind da so Dinge? Das ist sehr individuell, also bei Events, da ist ein großer Faktor natürlich Zeit, da muss es sehr schnell gehen und da ist eigentlich zu 99,9% tatsächlich ist es nur RAW-Entwicklung, ja, also da wird wirklich nur das Bild ins Kamera RAW reingespielt, ein bisschen am Kontrast gedreht, Schärfe, that's it, ja, viel mehr passiert da nicht, lass es einmal einen Verlauf sein, wenn du irgendwo einziehst. Und bin tatsächlich mittlerweile, also ich habe sehr viel Postproduktion gemacht für Fotografen, auch im Modebereich und habe da ein bisschen Know-how mitgenommen und habe das auch gerne stark eingesetzt und irgendwann kommst du halt drauf, dass das allerschlechteste Bild wird nicht viel besser, wenn du da jetzt da noch mehr Stunden vom Computer verbringst. Ja, es geht manchmal, aber in der Regel nicht. Und ich bin mittlerweile, sage ich jetzt einmal, der Verfechter von weniger ist mehr. Ja, speziell im Sportbereich, gell? Also was einmal schon gar nicht geht, ist, dass du jetzt anfängst, die Action an sich zu manipulieren, ja, sprich ans Snowboarder höher setzt oder was auch immer. Das sind absolute No-Gos, ja, oder ein Spray größer zu machen. Aber prinzipiell ist es tatsächlich weniger, als man glaubt. Ja. Oft ist es wirklich ein bisschen ein Kontrast und mit dem Weißabgleich gespielt und fertig. Ja. Aber ansonsten, um das abzuschließen, arbeite ich also nicht mit Lightroom, sondern mit Adobe Bridge. Und wenn es das denn braucht, dann noch Photoshop. Ja. Cool. Dann also eine Frage vom Workflow quasi danach. Die Victoria fragt, wie viel Zeit bleibt dir zwischen der Aufnahme und der Abgabe der Bilder? Ist wahrscheinlich sehr individuell, würde ich mal so sagen. Ist auch sehr individuell. Bei Events wiederum muss es sehr schnell gehen. Ich meine, ich bin in der gleichen Lage, ich bin jetzt noch nicht dieser klassische News-Fotograf. Die Jungs sind ja richtig fix. Ja, die schießen dann halt gleich JPEG und schicken die Bilder dann teilweise direkt von der Kamera an einen Editor. Da passiert das quasi mehr oder weniger fast live. Aber ich hätte jetzt gesagt, also
halbe Stunde, viel mehr ist es nicht. Gell? Also du schaust dann, du weißt dann meistens vorab oder ratest, das geht ja ganz super mittlerweile, in der Kamerashow deine Bilder und haust das rein und gibst deine Top 10 oder Top 15 ab und ja, halbe Stunde. Maxi, lass es 35 Minuten sein. Ja. Viel schneller, viel länger darfst du nicht brauchen. Okay, sind noch irgendwelche finalen Fragen aus dem Publikum? Jetzt wäre nur die optimale Zeit, dass man in den Chat noch was reinschreibt, bevor ich den Pascal hole. Wenn der Pascal herinnen ist, dann ist das Ende da. Ich sag's nur dazu. Falls Fragen sind, jetzt in den Chat reinhauen. Ich war die Frage mal, die könnt ihr nochmal an, also immer war eine Frage gesehen, ob ich die RX100 schon als Remote Cam verwendet habe, muss ich verneinen, habe ich noch nicht. Das war die RX02. Ich habe gerade die Frage wieder gefunden. Genau. Aber ich hole da mal Pascal rein, vielleicht kann der mal sagen, da braucht man ein bisschen Platz. Hallo Pascal, sind wir wieder da? Verbindung baut sich gerade auf. Pascal ist nicht da, deswegen die Verbindung braucht ein bisschen. Pascal hat keine Verbindung gerade, dann tue ich nochmal kurz weg. Genau, falls noch Fragen sind, jetzt die Frage. Genau, hast du Erfahrungen, das vielleicht noch mit der RX0, also mit der ganz, ganz kleinen Action-Cam von Sony? Na, leider gar keine, noch nicht. Mhm. Und eine Frage von Manuel S. Welchen Sportler würdest du noch gerne knipsen, beziehungsweise welches Action-Build würdest du noch gerne shooten? Ja, jedes. Es gibt, naja, es ist ganz schwierig zu beantworten, ganz ehrlich. Es ist, da gibt es auch diese berühmte Frage, was ist dein Lieblingsbild? Vielleicht kennst du den Fotografen, der die Antwort gegeben hat, und das finde ich so schön, aber ich weiß nicht mehr, welcher Fotograf das war. Und der hat die einzig richtige Antwort gegeben, das nächste. Das Lieblingsbild ist immer das nächste. Also das ist das, was die antreibt. Und ich würde mir da jetzt gar nicht an Sportler würde ich das gar nicht festmachen, weil wie wir jetzt zum Schluss das gehabt haben, das können auch No-Names und Anführungszeichen sein, das können Leute aus dem Freundeskreis sein, weil oft ist es nicht diese Hardcore-Action, die das Bild dann so gut macht. Ja. Das muss nicht immer der dreifache Rückwärtssalto oder der Sprung aus dem Ballon sein, sondern oft reicht es ja, wenn du eine irrsinnig gute Stimmung hast und du hast erwischt beim Joggen, beim Laufen, und es kann auch schon irrsinnig gutes Bild sein. Gell? Eindeutig. Und wenn die Kamera unterstützt, dann ist es wirklich dabei, ob es jetzt auch die ganz kleine ist, die man immer dabei hat, oder die große, der man einfach vertraut. Und das ist, glaube ich, jetzt so der Übergang in Richtung Pascal wieder. Das ist, also du hast auch wunderbar die Möglichkeiten, über die Kameras mittlerweile kreativ zu reagieren. Gell? Das ist, wenn wir da jetzt zurückdenken an dazu mal, wo du mit Film fotografiert hast, da war die kreative Entscheidung halt, da bist du nicht so großzügig mit dem Umgang. Gell? Mittlerweile wird er das halt eigentlich recht einfach gemacht. Ja. So, wir schalten in die Schweiz. Pascal. Entweder haben wir seine Kopfhörer verloren oder die Verbindung ist gerade richtig langsam. Ja, sprachlos. Ja, sprachlos. Du hast ihn sprachlos gemacht, man kann es gar nicht anders sagen. Pascal, hörst du uns? Ich glaube, wir haben da irgendwo technische Probleme. Sonst haben wir noch irgendeine Frage, die der Server reinholen kann. Genau, da ist vielleicht eine Frage, ich schreibe schon Pascal, dass er resetten sollte. Und zwar die Frage, nämlich so lange, dass ich es vorlesen muss. Würdest du bei Mehrtages-Shootings auch in den Bergen eher offenblendige Festbrennweiten benutzen oder auf gute Zoom-Linsen, G-Master-Linsen zum Beispiel nutzen, gerade was professionelle Produktionen angeht? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin tatsächlich ein Freund von den Zoom-Optiken, ja, weil sie mittlerweile auch offenblendig extrem gut performen. Also du kannst die alle auf 2.8 fotografieren und die sind knackscharf und haben eine Top-Abbildungsleistung und trotzdem einen coolen Look und eine schöne Hintergrundunschärfe. Aber um es kurz zu machen, die Antwort wird dir nicht gefallen, sowohl als auch. Ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, warum nicht? Eine Optik, die ich sehr gern habe, die ist immer im Rucksack, das ist das 35 1.8, ja, weil die ist einfach Mini und ich nix, die ist immer einpackt, ja, also da muss ich halt überlegen, ob ich die jetzt in den Rucksack mit reinnehme oder nicht. Es hängt dann halt natürlich stark davon ab, wenn du sagst, in den Bergen, muss ich das selber tragen, was muss ich damit machen, ja, gehe ich damit eine Skitour? Da, also,
oder eben, was ist das Anforderungsprofil? Ja, ich habe da, was ich auch habe, ist das 2405. Ja. Mhm. F4 ist es auch aus Optik, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du sagst, okay, es geht jetzt wirklich darum, leicht zu sein und nur das eine Objektiv mitzunehmen. Also ich habe durchaus so die eine oder andere Skitour gemacht, wo ich genau die Konservation mitgehabt habe. 2405, danke, sonst nichts. Ja. Weil cool. Du einfach nicht die Möglichkeiten hast, da viel Equipment herumzuschleppen. Ja. Ja. Aber eben so die ein, zwei gute Prime-Optiken sind schon einpackt und spricht nichts dagegen. Cool. Dann probieren wir nochmal mit Pascal jetzt erwischt haben. Er hat jetzt nur mal seinen Browser, also die App aktualisiert. Schau mal, Pascal, bist du jetzt da? Ja, hört er mich. Jetzt ist da, perfekt. Genau, da hat sich wahrscheinlich irgendwo was bei dir aufgehängt. Sehr schön. Jawohl, ich habe mich ganz kurz rausgelockt und wieder reingelockt. Ich möchte mich zuerst mal herzlich bedanken an Philipp. Das war sensationell. Ich habe sehr vieles entdeckt, gesehen und ich finde es immer wieder schön, wenn man sieht, wenn jemand nicht nur die Technik beherrscht, sondern eine eigene Bildsprache entwickelt und vor allem ein Machertyp ist. Weil ich höre so viele Leute, die darüber reden, was sie gerne machen würden. Und bei dir sieht man das Resultat. Das ist doch sensationell. Auch den Aufwand, den du nicht schürst, irgendwie etwas zu machen. Chapeau, muss ich sagen. Also ich hätte auch schon viele Ideen im Kopf, hätte ich nur die Hälfte realisiert. Wäre ich sehr happy. und jetzt weiß ich auch, was das heißt, wenn man sagt, dass jemand im Element ist. Ich glaube, du bist voll im Element. Und zwar zu Luft, Wasser und auch im Felsen. Finde ich super. ganz kurz nochmal, Entschuldigung für die technischen Schwierigkeiten, die wir haben. Da war eine Frage dabei, gibt es eine Aufzeichnung? Martin, ja, natürlich. Weißt du, wie was mit der Aufzeichnung passiert? Können wir das irgendwo rausspielen? Ja, es gibt natürlich eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung ist direkt auf YouTube, wird dann auch direkt zu Kücher zur Verfügung gestellt. Das heißt, auf der Kücher Facebook-Seite und am Kücher YouTube-Kanal wird es dann wahrscheinlich spätestens, wir hängen mir mal so ein Fenster raus, morgen am Nachmittag die Aufzeichnung geben. Und da kann man sich das natürlich nur sehr, sehr gerne anschauen. Okay, cool. Und dann war noch eine Frage, und Gott sei Dank wurde sie gestellt, sonst hätte ich es vielleicht vergessen. Nämlich, Philipp, machst du Workshops? Ja, es ist, glaube ich, einer geplant, Pascal. Ja, jawohl, das wollte ich hören. Wir haben mit dem Philipp bereits schon. Sag doch. Sprich. Also gut, ich bin dran. Wir haben effektiv mit dem Philipp zusammen geredet und wir haben beide extrem Lust, sowas auf die Beine zu stellen. Philipp hat sich absolut bereit erklärt, das zu machen. Wir haben sogar Red Bull, die uns unterstützen werden mit Athleten. Das haben sie uns schon zugesichert. Und dementsprechend, glaube ich, wird es eine ganz spannende Sache, weil Sony wird auch dabei sein und wird mit Kamera-Equipment etc. Vor Ort sein. Das heißt, ihr könnt wirklich aus dem Vollen schöpfen und ganz, ganz, ganz viel lernen. Am besten ist es, wenn ihr euch auf Alpha Universe, falls ihr die Plattform noch nicht kennt, gebt sie mal kurz in Google ein, gebt einen Sony Alpha Universe Österreich oder Schweiz. Da könnt ihr euch, da gibt es so einen Eventkalender drin oder ihr könnt euch dort im Newsletter registrieren oder auch bei Kücher registrieren und wir werden euch informieren, wann das genau stattfindet. Aber es wird offensichtlich im Frühling, Ende Frühling sein, wenn es ein bisschen wärmer auch ist. Ja, dann von meiner Seite her möchte ich mich in die ganze Runde, von der ganzen Runde verabschieden. Danke Martin, danke Philipp und bis bald. Und auch euch zu Hause, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Und es wird weitere ähnliche Formate geben. Also stay tuned, wir sehen uns bald wieder. Danke vielmals. Danke auch von mir und ciao. Schönen Abend noch. Ciao.